Es geht um Intrigen, Morde und Werwölfe. Jetzt bei Werwolf. Bis gleich. Jetzt alle hier. Herzlich willkommen zurück in Bohnenhausen. Einmal alle jetzt heulen. Achso. Lange ist es her. Das Dorf hat ganz schön lange gebraucht, bis es sich wieder mit Menschen gefüllt hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Monate oder Jahre vielleicht sogar seit der letzten Folge vergangen ist. Ich hoffe, ihr wisst noch, wie das Ganze funktioniert. Wir haben neue Leute da, wir haben alte Leute da. Wir freuen uns auf einen schönen Abend mit drei Partien. Werwolf. Und wir stellen einmal ganz kurz, ich glaube mal, die Runde vor, oder? Hier vorne haben wir Nasti. Hallo. Einmal kurz winken. Dann haben wir hier Peter. Hallo. Max. Ihr könnt doch mal auch eine Hallo. Eine Catchphrase. Ich bin's nicht. Sagen, wenn ihr wollt. Sam hat eine vorbereitet. Hallo, nein. Okay. Mara ist hier. Ich bin der blaue Zauberer. Etienne. Hallo, ich habe Allergien. Und ihr könnt ihn auf Instagram folgen, hat er extra vorher nochmal gesagt, stimmt. Unter Etienne2Go. Da würde er sich über ein paar Follower freuen. Blenden wir auch nachher nochmal ein. Einmal haben wir Bella. Hallo. Keine Allergien. Jetzt sieht man gar nicht dein Werwolf-Shirt, das du eben anhattest. Das kannst du einmal zeigen, wenn sehr du Werwolf. Wenn ich Werwolf bin, dann mache ich so einen sehr Peter Parker-Move. Dann haben wir Mara, du Miriam, was jedes Mal. Du siehst bezaubernd aus heute. Wie immer gut vorbereitet. Fabian sieht jetzt schon aus wie ein Wolf. Mit seinem grauen Ding. Und da ganz vorne Mel auf dem Katzentisch. Da, auf dem Werwolftisch vielleicht. Auf dem Werwolftisch da. Ja, schön, dass ihr da seid. Wer ist denn zum ersten Mal von euch dabei? Wer hat gar keine Erfahrung in Werwolf? Peter, hast du schon mal Werwolf gespielt vorher? Ja, mit Freunden immer sehr, sehr gerne. Ah, okay. Aber noch nicht in dieser Runde, deswegen, ich traue keinem. Okay, das ist immer gut hier. Ja. Sam? Ja, vor 15 Jahren in der Schule mal. Aber weißt du noch die Regeln? Besser das kriege ich hin, ja. Gut. Wer war hier? Hat sich noch jemand gemeldet? Aber du kennst das Spiel ja, auch. Ja, also ich habe das letzte Mal auf irgendeinem Festival gespielt, aber das ist schon so lange her. Und ich kann auch verdammt schlecht lügen. Das ist vielleicht nicht so gut. Aber das ist doch gut, dass du auch schon über den Blick nach vorne gerichtet hast und gar nicht so richtig hier in die Runde gucken musst vielleicht. Das ist schon gut, dass dann dein Stuhl so ein bisschen nach dahin ausgerichtet ist. Vielleicht. Ja, meinst du? Stuhl. Ja, und für alle. Das ist doch so ein Stuhl, oder was ist das denn? Auf jeden Fall, für alle Leute, die immer noch nicht so wissen genau, worum es geht hier eigentlich, haben wir eine kleine Matz vorbereitet. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Wir spielen heute wieder Werwolf. Dabei sind wieder ein unglaublich gut aussehender Spielleiter und 10 heitere Spieler. In Runde 1 des Spiels wird jedem Spieler per Karte eine von 4 Rollen zugewiesen. Da gibt es zum Beispiel die Werwölfe. Jede Runde töten sie einen der Dorfbewohner. Dann gibt es noch die Hexe. Die besitzt einen Heiltrank und einen Giftzauber, die sie beide einmalig einsetzen kann, um einen Spieler zu retten oder eben zu töten. Der Seher kann niemanden retten. Allerdings darf er in jeder Runde vom Spielleiter erfahren, ob eine, vorher von ihm ausgewählte Person, ein Werwolf ist oder nicht. Und dann gibt es natürlich noch die friedlichen Dorfbewohner. Sind alle Rollen verteilt, führt uns der Spielleiter in das Abenteuer und leitet durch Tag- und Nachtphasen, die wir für euch kennzeichnen. Nachts schließen alle Bewohner die Augen. Es ertönt ein Signal, sodass ihr, falls ihr denn möchtet, alle Aktivitäten mitbekommt. Nacheinander weckt der Spielleiter die verschiedenen Spieler, die ihre Augen öffnen und ihrer Rolle nachgehen. In der Tagrunde entgegen versuchen die Bürger, den Werwölfen auf die Schliche zu kommen. Sie diskutieren, streiten und bestimmen über eine Person, die die Dämmerung heute nicht erleben wird. Ihr habt dieses Mal durch den Chat keine Stimme, dürft aber mit eurem Voting mit Ausrufezeichen BOR entscheiden, wer diese Runde am besten gespielt hat. Diese Person ist in der nächsten Runde der Bürgermeister und hat bei einem Unentschieden die Entscheidungsgewalt. Das Spiel endet, sobald alle Werwölfe erwischt oder alle Dorfbewohner gestorben sind. Jede Runde wird vom Spielleiter eine neue Rolle eingeführt, die statt eines normalen Bewohners im Dorf einzieht. Und nun
Viel Spaß! Ja, bevor jetzt allerdings... Habt ihr noch Fragen? Nein. Oder? Ist alles relativ klar? Ja, komm, klar. Ja, bevor jetzt die Rollen verteilt werden, müssen wir natürlich einmal ganz kurz den Bürgermeister festlegen, der bei kniffligen Entscheidungen eine zweite Stimme hat. Oh, jetzt fällt mir schon... Der Hut ist direkt zu Etienne geflogen. Ja, ich hab aber schon... Du hast schon, ja. Dann willst du wahrscheinlich kein Bürgermeister werden, was? Das ist korrekt. Ja. Ihr könnt jetzt voten da vorne. Seht ihr das, für wen ihr alles abstimmen könnt? Wer ist hier der vertrauenswürdigste oder die vertrauenswürdigste Person in der Runde? Könnt ihr abstimmen ab jetzt? Ja, und wenn es jetzt keine Fragen gibt mehr von euch, verteile ich gleich die Rollen was nach macht denn einem denn Bürgermeister? Spot. Das habe ich gerade schon gesagt. Aber ich erkläre dir das dann nochmal, wenn du es bist. Also nach einem Spot verteile ich die Rollen und dann geht's los. Sorry nochmal, Joachim, dass ich dich beim letzten Mal sitzen gelassen habe. Kein Problem, ich sitze gern. Ich hätte dich beim ersten Mal nicht fragen dürfen, wo du versichert bist. Ey, ich habe jetzt den vollen Durchblick. Danke nochmal für den Tipp mit Clark. Aber fällt dir gar nichts an mir auf? Warst du beim Friseur? Nee. Neues Hemd. Mhm. Keine Ahnung. Na, was habe ich denn offensichtlich? Sieht man das nicht? Ich weiß es nicht, sag schon. Aha. Zeit, Anneliese. Offensichtlich habe ich jede Menge Zeit. Die Clark-App managt meine Versicherung, ich muss mich um gar nichts mehr kümmern und dadurch habe ich endlich mehr Zeit. Zeit genug, um mich mit einer Frau zu treffen, die meine Gaming-Skills nicht zu schätzen weiß, nur um ihr dann zu sagen, lebe wohl, Holdemeid! Oder wie wir Gamer sagen würden, GG! Scheiße! Er hat seine Versicherungen im Griff. Ein absoluter Traummann. Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45€ Amazon-Gutschein sichern. So, ich verteile jetzt die Rollen. Es gibt drei Werfwürfe, damit ihr es schon mal wisst. Es gibt den Seher. Weißt du noch, was es ist? Du musst auch aufpassen. Ja, der Seher, der kann sehen, wer der Mörder ist. Wer genau. Die Werwölfe sind. Sehr gut. Aber eine Frage. Wenn ich Seher bin, darf ich dann sagen, dass ich Seher bin? Du darfst das sagen, ja. Aber du wirst wahrscheinlich dann getötet sofort, ne? Aber auch die Werwölfe können natürlich auch sagen, sie sind Seher und dann so tun, als wären sie das. Aber dann werden sie ja getötet. Hexe gibt's natürlich noch. Die kennen sich. Quiz, die auch alle können, haben wir eben schon gehört. Auf jeden Fall wollte ich sagen, welche Rollen heute dabei sind. In der ersten Runde, das ist schon drei Runden. Ich nicht gucken, du guckst hier schon auf meine Karten. Ich mische es eben. Und dann wird es verteilt hier. Habt ihr denn Bock? Ja. Yes. Seid ihr aufgeregt? Yes. Beeil dich mal. Ja, ich kriege hier einen steifen Nacken. Ich misch doch noch. So. Okay. Warte kurz. Na gut. Ich mache eigentlich mal weiter zu Mel. Und Mel? Nicht drauf gucken. Das ist für Mel. Okay. Das ist für Fabian. Also wie hell Miriam. Sehen. Ja. Nicht, du hast sie hochgehalten. Du musst sie unten halten. Ich habe sie hochgehalten. Ich habe aber nicht hingeguckt, deswegen ist es eine Challenge. Einmal an. Ja, stimmt, das ist eine gute Idee. Behalten wir die oder geben Peter. Die wieder zurück? Ihr dürft die behalten, damit ihr, falls ihr das vergesst, nochmal drauf gucken könnt. Peter. So. Die Rollen sind verteilt. Weiß jemand, jeder was und jede was mit seiner Rolle anzufangen? Mit ihrer? Yep, ja, ich okay. Pack mal jetzt unter das Kissen. Gut, dann können wir jetzt schon mal entscheiden, wer der Bürgermeister ist, oder machen wir das vielleicht lieber nach der ersten Wahl, weil nachher stirbt er sofort. Wir machen das mal nach dem. Ja, wir machen das mal eben nach der ersten Wahl. Und ich würde sagen, es wird Nacht und für die Zuschauer zu Hause, wenn ihr das nicht mitbekommen wollt, wer welche Rolle hat, dann kurz Augen zumachen, wenn der Gong ertönt und wieder aufmachen, wenn die Nacht vorbei ist. Gut, dann wird es jetzt Nacht in Bohnenhausen. Und Ruhe ist eingekehrt im Dorf. Alle schlafen und freuen sich über einen schönen, beruhigten Schlaf in ihren Betten. Aber leider sind Werwölfe im Dorf unterwegs und wachen auf.
Die Werwölfe freuen sich, dass sie ein Dorf mit lebenden Menschen erreicht haben und entscheiden sich, welcher dieser doch recht schmackhaft aussehenden Dorfbewohner das erste Opfer sein sollte. Ja, sie haben sich ein leckeres Opfer ausgesucht, was sie verspeisen möchten und schlafen wieder ein. Als nächstes erwacht der Seher. Und der Seher kann sich für eine Person entscheiden, von der er herausfindet, ob das eine gute Person oder eine böse Person ist. Der Seher weiß Bescheid und schläft wieder ein. Und die Hexe erwacht. Und die Hexe darf jetzt eine Person retten. Die Hexe darf natürlich auch noch jemanden töten. Die Hexe hat gesprochen und sich entschieden und schläft wieder ein. Und das ganze Dorf erwacht. Noch geht's mir gut? Ja. Aha. Alle leben. Aber es muss ja trotzdem jemand sterben heute. Aber wer ist denn überhaupt der Bürgermeister in dieser Runde? Wer wurde von den Zuschauern und Zuschauerinnen gewählt heute? Guck mal, hier. Captain. Und du hast natürlich auch die coole Bürgermeisterkette. Like a boss. Ich habe es mir auch schon so ein bisschen gedacht, Etienne. Ich mir auch. Und vielleicht du als Bürgermeister. Vielleicht übernimmst du mal so ein bisschen die Führung hier. Also es ist interessant. Theoretisch ist Folgendes passiert. Die Werwölfe haben jemanden getötet und die Hexe hat diese Person aus dem Grab sozusagen zurück ins Reich der Lebenden gebracht. Ist das korrekt? Deswegen bist du der Bürgermeister. Wenn sich ganz kurz die Werwölfe mal erheben. Tja, mehr Informationen haben wir auch nicht, ne? Also es ist jetzt. Wir wissen, dass also, wenn die Hexe in der ersten Runde jemanden rettet, das ist ja eigentlich eher mal eher schlecht für uns, weil wir dann nicht wissen, wen wir verdächtigen müssen. Aber das Gute daran ist, dass wir vielleicht wissen, dass die Hexe entweder sehr gut ist, weil sie denkt, okay, jemand sollte sterben, von dem ich denke, dass er sehr gut spielt und halt in meinem, also funktioniert und mit uns gut am Kommunizieren kann. Oder er ist eine Anfängerhexe, die dachte, ich rette einfach jemanden. Oder sich selbst. Das könnte sein. Die Hexe wurde getötet, per Zufall von den Werwölfen getötet und hat sich dann selbst geheilt, logischerweise. Was sagst du? Du hattest die Augen offen. Jetzt weiß ich noch nicht, Herr Bürgermeister, warum wir jemanden hängen sollen, wenn ja keiner gestorben ist. Oder machen wir jetzt eine Hexenjagd? Müssen wir jemanden? Das Dorf will auf jeden Fall jemanden hängen sehen auf heute. Jeden Fall. Ja, natürlich. Cool. Okay. Hat denn jemand was mitbekommen? Hat sich irgendjemand verdächtig benommen heute Nacht? Vielleicht irgendwas gehört? Ein lautes Rascheln, ein tiefes Ein- und Ausatmen? Ja, von rechts. Okay. Ich habe Allergien. Aber es war ein gleichmäßiges Atmen von rechts. Hat sich denn jemand bewegt, so als ob er irgendwie hinzeigt? Ich habe versucht, alles mitzukriegen, aber ich habe nichts. Ich kriege hier vorne nichts mit. Oder? Also wenn da oben irgendwas sich bewegt, das ist hier unten schwer mitzukriegen. Was aber auch heißt, dass wir euch nicht mitbekommen. Hast du irgendwas von da unten? Ich habe versucht, da sehr penibel drauf zu achten, aber ich habe nichts hier so richtig mitbekommen. Du hast ihn nicht rumgekuppelt, aber... Oh, das ist unangenehm. Aber ich weiß nicht, ob er sich vielleicht einfach nur einmal an die Nase gefasst aber hat. Aber war er? Aber einmal war das und er hat gelacht irgendwann. Aber an welcher Stelle? Aber müssen wir denn wirklich jemanden rausnehmen? Weil wenn nichts passiert ist, müssen wir doch auch niemanden hängen. Doch, was ist das für ein bestialisches Dorf? Dein Dorf. Das Dorf will jemanden hängen sehen. Aber ansonsten... Häng mit DJ. Also Eddie hat jetzt schon zweimal gesagt, ach, wir müssen ja vielleicht gar keinen hängen. Und das macht mich verdächtig. Du meinst, er hat Angst zu sterben? Ja. Wir können den Bürgermeister abwählen.
ein pazifistischer Wolf. Mel. Ach, Eddie. Ja, also rein aber nee, warte, du hattest gesagt, hier drüben war was los. Er hat, bei der Hexe gelacht. Ich habe bei der Hexe gelacht, aber ich muss sagen, Peter Schneider, als es ans Werwolfen ging, ja. da hat's hier... Ich habe kurz ein Bier getrunken. Nachts? Du wahnsinnig? Ja, okay, also ich bin die Bevor Richtung ich mich räuspere, ja? Da haben wir was reingepokt. Kleiner Spaß. Nein, ich war wirklich ganz entspannt am Schlafen. Also dann hat Peter unruhig geschlafen. Mann. Aber es ist so ein bisschen verdächtig, dass ich Max und dann er direkt das weiter rüberschiebe. Also beide? Nee, ich finde die ganze Reihe ablenken. Ich meine, das könnten ja auch... Die ganze Reihe stinkt. Hey. Ja, sie beschuldigt, er beschuldigt weiter. Was soll das denn? Ja, genau. Aber also das, ich vermute, dass da auf jeden Fall entweder Hexe oder Werwölfe sitzen. Aber es ist doch immer schade, wenn man den Verdächtigen direkt vor sich sucht. Wir können die Hexe auch umbringen, nach der Theorie müsste weil sie kann ja niemanden mehr heilen. Ist das eigentlich alles an Verteidigung? Aber die kann auch Entschuldigung, du hast was gehört. Was war die Verteidigung? Ich habe nicht gehört. Ich habe gespürt, wie bereit zu eine Verdächtigung ausreicht. Für eine Verurteilung. Das ist unglaublich. Was leistet ihr denn im Dorf so an für Aufgaben? Wen würden wir denn mehr vermissen? Also ich bin der Dorftrottel. Ich finde, das ist ihr euch alle gut. Comedy? Mich hat überzeugt. Und jeder braucht keinen Wüste, das wisst ihr. Keinen guten. Ich lache die ganze Zeit. Können wir ganz kurz alle, die Dörfler sind, die Hand heben? Wie, die Dörfler sind wir doch... da ging es ein bisschen. Ja, also Fabian war auf jeden Fall der Letzte. Du musstest so mit umgekehrt, dass du hier alle Werwölfe hier nehmen. Ich hab die Frage nicht verstanden. Machen wir ein Spiel draus. Erst die Werwölfe, dann die Hexen. Manchmal klappt Kommando, so. Kommando Wolf. Also Fabian hat entweder nachgedacht oder ein bisschen gepackt. Ich musste nachdenken tatsächlich. Aha, das ist vielleicht eine Scherzfrage. Das reicht mir. Das ist eine Frage, auf die man reinfallen kann. Wie viele Wölfe haben wir denn? Auf keinen Fall. Gut, vielleicht machen wir das Ganze. Wir haben jetzt drei. Drei Wölfe? So, ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Wir machen unsere gute alte Runde vielleicht mit einmal in die Kamera sagen, ich bin kein Werwolf. Bei Nasti geht's los und bei Mel hört's auf. Ja, kontrollieren wir das. Was soll ich sagen? Du musst einfach nur deine Unschuld. Ach so, ich dachte, wir haben einen Standardsatz denn wieder. Okay. Ich bin kein Werwolf. Ich bin kein Werwolf. Ich muss lachen. Verdächtig, Max. Ja, verdächtig. Maul halten. Ich bin kein Werwolf. Glaub mir. Ich bin kein Werwolf. Ich bin kein Werwolf. Ich bin Bürgermeister und kein Werwolf. Ich bin keine Werwölfin. Ich bin kein Werwolf. Ach komm. Ich bin kein Werwolf. Gut. Ist dir da was aufgefallen? Also ich denke, wir sind uns einiges Fabian ist, oder? Was? Ich bin darauf eingeschossen. Was passiert eigentlich, wenn du aus dem Spiel gehst? Wenn jemand anders dann Bürgermeister? Dann ja, ne? Ja, okay. Bestimmt, glaube ich, einen neuen, oder? Obwohl er stirbt. Obwohl er darf, in den letzten Röcheln darf er noch. Okay, ich glaube, es bringt ihn. Wir müssen jetzt eine Entscheidung zeigen. Und auf den die meisten Leute zeigen, der ist es dann, ne? Ja. Ich muss aber auch sagen, die Leute, die das schon lange spielen, die sind ja sehr gut darin. Ja. Das heißt, lass ihn eben kurz ausreden. Die finden sich ja sehr, sehr schnell in ihre Rolle ein und wissen auch schnell, wie sie sich zu verteidigen haben. Daher denke ich. Das ist ein guter Punkt. Ja. Es war einer von euch. Also gibst du zu, dass du dich schlecht verteidigt hast? Ja, natürlich, aber man muss erst mal reinkommen in das Ganze. Er hat sich schlecht verteidigt. Aber du hast schon gesagt, du hast sehr oft gespielt. Aber ich bin gar nicht entscheidend. Also okay, alle einmal Finger hoch. Fabian auch. Peter? 3, 2, 1, los. Okay. Eieiei, das ist jetzt ja ganz schön schwierig. Sehr viele Finger zeigen dahin. Mel, wo zeigst du? Auf Max. Digga. Du? Fabian? Peter. Auch du, Brutus. Peter. Okay, das sind schon 3 Stimmen. 4. 4? 5, sehe ich. Oder Mara hat auch... Peter. Nee, du bist so Max. Doch, Peter. Ja, dann ist es auf jeden Fall leider Peter, lass die auf mich, der bitte kurz noch sitzen bleiben kann, denn es passiert etwas Lustiges. Hat sie? Ich glaube, das wird ein guter Tag für mich. Wow, da Mörder kommt jemand. Cool. Ist gar kein Wolf. Oh nein. Wie konnte das denn passieren? Das Wichtige sehen wir erst gleich. Das ist sehr gemein in der ersten Runde, ja. Peter. Es ist sehr gemein in der ersten Runde. Marco ist nicht da, was sollen wir machen? Donny ist auch nicht da. Yes. Oh, geil. Gut, und ob Peter tatsächlich ein Werwolf war oder ein netter, gutbürgerlicher Mensch,
gucken wir einmal jetzt. Er ist schlecht verteidigt da. Jawohl! Ja. Nice. Ja. Er war tatsächlich ein. Die ganze Zeit nach unten haben sich so orientiert. Das war stark. Max, das war stark. Ja. Ja. Gut. Ja. Aber. Diese ganze Hinrichtung und so, das hat natürlich auch Kraft gekostet. Und es wird wieder. Ihr werdet sehr müde. Und seid froh, dass ihr nach so einem anstrengenden Tag wieder ins Bett kommt. Denn es wird Nacht im Bohnenhausen. Scheiße. Okay. Oh, Alter, hier, warte kurz. Alter. Biene? Ja. Und wieder. Ich hab's gesehen, das war gut. Wieder einschlafen, auch Miriam. Ja, die Werwölfe sind natürlich sauer. Eines von ihren netten Freunden ist leider gestorben. Sie wollen Rache und wachen auf. Sie entscheiden sich für ein leckeres Mahl. Und schlafen wieder ein. Hoffentlich diesmal mit vollem Magen. Denn die Hexe erwacht. Und wie ihr schon richtig kombiniert habt, kann die Hexe niemanden mehr retten. Aber sie könnte noch jemanden töten, wenn sie wollte. Möchte die Hexe jemanden töten, dann spreche sie jetzt oder schweige für immer. Alles klar, die Hexe hat gesprochen und schläft wieder ein. Und der Seher erwacht. Und der Seher überlegt sich, von wem er gerne wüsste, wer gut ist. Das habe ich jetzt ganz lange gebraucht für den Satz, weil ich schon kommuniziert habe mit der Hexe währenddessen, mit dem Seher. Entschuldigung. Ja, aber der Seher hat sich entschieden, weiß jetzt mehr und schläft wieder ein. Und nach einer langen, erholsamen Nacht wacht das Dorf auf. Ah. Musstest du die Biene erwähnen? Es kribbelt überall. Echt? Oh nein! Es ist ein Werwolf! Und wird angegriffen! Ja, das ist natürlich eine Strafe. Ja, Dim. So ein Arsch. Der Werwolf wird angegriffen! Attacke! Kann er sich wehren? Gut gemacht, Dim. Kriegst du. Oh, das sah schmerzhaft aus. Tja. Das war natürlich One for the Team. Weiß nicht, schauen wir mal. Also, ach nee, Quatsch, müssen wir schon. Meine Frage war jetzt, wen hat Max verdächtigt, außer Peter? Er wurde auf jeden Fall direkt von Sam angegangen, wenn wir uns erinnern. Ja. Sie war die Erste, die sagte, ja, der Max, der hat's geraschelt. Naja, ich habe gesagt, ja, gut, aber warum? Bei der Hexe, ich habe jetzt... Aber Max hat er dann nicht auf Sam verwiesen. Das stimmt, er hat direkt auf Peter verwiesen. Ja, brauchen wir, glaube ich, nicht auflösen, weil natürlich... Ah, nee, obwohl, wir lösen mal auf, was Max denn war. Ist natürlich klar, die Werwölfe holen keinen von ihren eigenen. Ne? Die Frage hätte ist, man sich hat irgendjemand das relativiert, was Max ja richtig gesagt hat? Also Max hatte ja recht. Was hat er denn gesagt? Na, er hat ja recht mit Peter gehabt. Mhm. Ja. Gab es jemanden, der ihm widersprochen hat? Hast du nicht auf Max gezeigt sogar? Nee, ich habe auf Peter gezeigt. Und generell nee, wir drei haben auf Peter gezeigt. Nee, wir haben alle auf Peter gezeigt. Und ich glaube, noch irgendjemand anders auch. Ja, genau. Sind jetzt nur noch die Leute, die da drüben sitzen, nass, Sam oder vielleicht Mara sind. Aber irgendjemand hat auf Max gezeigt. Er hat auf Max gezeigt. Nein, ich habe auf Peter gezeigt. Nee, ich habe auf Max gezeigt. So. Aber Gunnar meinte doch, ihr drei und dann, nee, Mara auch noch. Ja, okay, vier Stimmen für Max, das ist schon mal, für Peter, das ist schon mal klar. Dann haben wir Mara aber nicht mehr hat weitergezählt. Peter gezeigt. Ich habe auch Peter gezeigt. Ich habe auch Peter gezeigt. Das glaube ich nicht. Habe ich. Aber er hat drei gesagt, da bin ich mir, vielleicht kannst du Gunnar nicht 95% sicher. Wahrscheinlich habe ich da einen Zählfehler gemacht. Das kann ich bin mir nicht mehr sicher. Kann bei dir, nein, Mel hat gesagt, sie hat auf Max gezeigt. Ja, ich habe auf Max gezeigt, weil ich habe diese ganze Diskussion am Ende nicht mehr verfolgt. Wer wählen wir uns jetzt? Ich dachte, okay, wir wählen jetzt alle irgendwie einen von den beiden. Und dann habe ich halt einfach Max. Du warst doch die Erste, die mich angegriffen hat. Nein, als der Scheinwerfer schon auf Peter zwei war. Zwei Werwölfe auf der anderen Couch, ehrlich gesagt. Ah, wirklich? Ja, sie hat doch gesagt, auf mich gezeigt, wie wir uns irgendwas gesagt. Nee, ich habe auf mich hat sie gezeigt. Auf dich hat sie gezeigt. Auf wen hat Nasti gezeigt? Auf Fabian. Mich.
Ja, aber mit Begründung. Ich habe auch Peter gezeigt. Warum soll ich den Peter aus dem Spiel nehmen? Okay, aber jetzt zurück zu Mel. Wenn Mel hat. Weil du. Ja, du hast einer, warst einer der ersten, die auf Peter dann gezeigt haben. Ich glaube nicht, dass der auf Peter gezeigt hat. Hab ich. Ey, das kannst du sagen, aber ich glaube es nicht. Also, aber wenn er nicht auf Peter selber auch so richtig, sonst oder? Also Werwölfe können auch selber auf andere Werwölfe zeigen. Ja, ja, können sie, aber ja, ich aber so ich mal, also wir hatten auf jeden Fall vier Stimmen für den für Peter. Und von uns nee, 34. Nee, wir hatten fünf. Ja, noch mehr. Ja, noch mehr. Wir haben gar nicht mehr Zähne gezählt. Also fünf hatten wir mindestens. Wenn das Mara auch nicht, dann sind es Sam und Nasty. Fertig. Runde gewonnen. Aber Nastys ja, Hund hat ganz schön krass den Werwolf angegriffen, ja. Das darf man nicht vergessen. Ja. Weil er ihn kannte. Ich wollte noch mal kurz, also Mel hat dich angegriffen als. Nee, sie hat irgendwas naja, gesagt ich am Anfang. Halt gesagt, weil du zweimal schon gesagt hast, ja, nee, wir brauchen ach, ja auch niemanden rauswählen, ja. Genau. Das war für dich schon verdächtig. Ich muss sagen, naja, ich wäre bei Max müssen gewesen. Wir auch verdächtigen. Ich wäre bei Max gewesen, hätte Peter nicht am Schluss noch gesagt. Mhm. Aber ganz kurz, ihr könnt das ja viel besser. Also dann, sonst hätte ich auch auf Max gezeigt. Ja, vorhin. Ja eben. Deswegen ja. Verstehe ich das nur, aber... Also Sam ist auch ultra ruhig. Ich finde es ja auch verdächtig ruhig. Du bist extra so also gar nicht weit weg. Ich noch. Bin auch froh, dass ich jetzt endlich auf dieser Bank sitzen darf, aber ich finde es extrem ruhig. Mara hat auch schon viel gesagt. Und Mara war ich habe sogar das hier angeschaut. Aber du hast Peter das hier mal. Aber es kann auch sein, dass du auf Peter gezeigt hast, weil du gewusst hast, wenn hier schon alle hinzeigen. Ja, one for the team. Wen hast du gewählt? Fabian. Kam mir einfach verdächtig vor. Aber Fabian hatte auf... Peter. Peter auch. Auch wenn Miriam das nicht glaubt. Ja, okay, also Sam. Also ich bin der Meinung, alle, die Mel? Auf Peter gezeigt haben, würde ich jetzt erstmal... Natürlich kann richtig. Das sein, dass ja, die sich selbst verdächtigt das heißt, haben, aber die Chance ist kleiner. Das heißt, es kommt in Frage Mel, Mara auch. Sam. Ja, Sam oder Mara hat auch Mara Peter gezeigt. Ja. Ja. Das sind nur ja. Die drei. Nasty, auf wen hast du gezeigt? Ich habe auch Fabian gezeigt. Aber Mel, Sam und Nasty. Beide auf Fabian gezeigt. Mel, Sam und Nasty haben nicht auf Peter gezeigt. Und ja, ich meine, niemand und sich bewegen Mel gemerkt, hat auf Max gezeigt, der jetzt gestorben ist. Naja, aber das wäre dumm. Also, ich sag nur, was passiert ist. Aber hat Max noch irgendwen verdächtigt vorhin, außer Peter? Weil der müsste ja, also dass ich jetzt, wenn ich jetzt Wölfin wäre, dann würde ich ja Max. Er weiß ja nichts, er hat ja auf sich gefragt. Also ja, genau, aber glaub, haben er hat ja nur gesagt, dass er gehört hat, dass es da geraschelt ja. Hat. Also. Ich glaube, die haben beide sich gegenseitig beschuldigt, weil. Die sich beide hier in die Rage geredet haben, oder also nicht? Ich vermute, dass also die Hexe selber war und halt sich selber gerettet hat und darum die Werwölfe diesmal erst recht ihn halt mitnehmen wollten. Das ist meine Vermutung. Smart. Ja, das kann sein. Aber hätten wir das nicht anders bekommen? Das. Das aber hätten wir das nein. Das nee, man sieht nur Wolf oder Bürger. Die Hexen haben keinen... Achso, okay, genau. Ich dachte... Und wenn Max Hexe war, dann hat er sich selbst gerettet. Darum, also euer hier hat sich ganz schön neben mir bewegt, Leute. Aber wir wissen ja, dass Max nicht die Hexe war. Das wissen wir nicht. Wieso? Wir haben doch gesehen, dass er Dörfler war. Nee, das ist alles das Gleiche. Das war gerade das, was ich auch gesagt habe. Ich dachte, man sieht... Lass jetzt einfach Sam oder Nasty nehmen und fertig. Okay. Ich bin auch einfach Sam und Nasty nehmen und fertig. What? Und auch noch. Entschuldigung. Man kann nur eine Person nur eine, oder? Okay. Also ich bin dafür, dass wir eine opfern und wenn es nicht stimmt, alle auf Fabian genau, gehen. Dann müsst ihr nicht so nicht mehr auf mich hören. Sagen. Ja. Sorry. Aber dann musst du sagen, wen, weil ich versuche euch dann zu helfen. Dann nehmen wir Nasty. Okay. Oder wir nehmen alle Fabian. Ich meine, ja, es ist auch, also den Eddie eben. Das ist auf jeden Fall ein großer Fehler. Ja, das war in der ersten Runde, da hat er aber noch nicht für Peter gestimmt. Stimmt. Ich sag ja, stimmt. Also jetzt würde ich im Zweifelsfall erstmal jemanden nehmen, der nicht für Peter gestimmt hat. Dann Gunnar. Okay, okay, also von links nach rechts und so dann den. Oder wie ist euer Plan? Also ich finde es ja, also naja, aber machen. Sollen wir abstimmen? Nasty möchte noch was zur Verteidigung sagen. Nasty möchte noch was zu ihrer Verteidigung sagen. Das ist zu spät jetzt. Ja, es ist sowieso zu spät, weil die werden es ja eh dann sehen, wenn sie es machen. Insofern. Well, okay. Oh Mann, jetzt würde ich gerne nochmal reden. So eine schlechte Tour. Jetzt. Nee, scheiße. Das würde nur ein Wolf sein. Und doch Fabian? Doch Fabian? Nein. Letztes Mal ist das große Schuss hier reingefallen. Lass uns große 1, 2, 3. Ich guck das BOD an, ich habe für Peter gestimmt. Nee, das habe ich mit. Also, Nasty, vielleicht lügt ihr auch einfach nur verdammt. 5, 4, 3, 2, 1, los. Also sehr viele Finger auf Nasty, okay, glaube ich. 1, 2, 3, 4 sehe ich hier. 5 sogar. Nasty, es tut mir leid. Ja, wir zählen okay. Gar nicht weiter. Ja. Auf jeden Fall. Das kannst du ja abholen lassen. Nee, aber ja. Zwei Leute haben man wird hier rausgeleitet vom Henker. Mara hat auf Fabian. Oh. Ich wünsche dir eine schöne Köpfung. Ich habe auf Mel gezeigt. Ziehen, komm mit ins Reich der Toten. Warte mal, jetzt sind wir ja. Und? Ja, wir bringen mal Licht ins Dunkeln. Was war denn Nasty?
Oh boy. Das war, okay, das war eine gute Bürgerin. Was war nochmal das Spielziel? Unschuldiges. Also Fabian Mädel. Hat sich halt ja, sehr verdächtig gemacht. Er hat sich Nasti aber auch jetzt extrem schlecht verteidigt, das muss man dann auch sagen. Also sie hat es ja nicht mal versucht. Tja, ist das Victim Blaming? Ich glaube, Fabian Witt... haltlose Anschuldigung. Es gab ja auch keine Anschuldigungspunkte, die irgendwie gerecht werden. Ich glaube, Fabian Witt von Albträumen gequält in die Nacht gehen. Außer er ist ein Werwolf. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es erstmal Nacht in Bodenhausen. Ihr könnt alle über eure Taten nachdenken. Auch du schläfst bitte ein, Bella. Oh! Okay. Ja, die Werwölfe haben noch Appetit für ein nächstes Opfer und wachen auf im Bodenhausen und entscheiden sich für ein nächstes Opfer. Sie sind nicht ganz einig, welches Fleisch ihnen besonders gut schmeckt. Einigen sich aber dann doch auf einen kleinen Happen und schlafen wieder ein. Als nächstes erwacht die Hexe. Und die Hexe hat offensichtlich schon mal jemanden gerettet und kann aber noch jemanden töten. Die Hexe hat sich entschieden, ob sie noch jemanden töten will und schläft wieder ein. Und der Seher erwacht und der Seher darf sich wieder entscheiden für eine Person, von der er erfährt, ob sie gut oder böse ist. Sie hat sich entschieden, weiß Bescheid und schläft wieder ein. Und der Hahn kräht und Bodenhausen erwacht in neuer Blüte. Oh. Nein! Okay. Tschüss. Dachte, meine Stunde ist geschlossen. Well, okay, ich muss jetzt... Ich und bevor Sam was sagen kann, kommt der Werwolf noch einmal zurück. Oh, was? Ach, so eine Hexe? Tod oder Hexe, oder der. Und nimm noch eine Person mit. Nein, ich habe Informationen, Leute. Massen, kill. Aber den zweiten kriegen wir jetzt noch. Kriegen wir beide mitgeteilt? Komm. Wir kriegen jetzt mal beide hintereinander mitgeteilt. Einmal Miriam und dann Sam. Und noch einmal Person. Nein. Und es sind tatsächlich zwei Bürger und Bürgerinnen von uns gegangen. Hexe, was soll das? Also die Hexe. Was hat die Hexe jetzt schon wieder? Also ich hoffe, die Hexe. Was? Vielleicht vermisst die Hexe, dass jemand getötet oder was? Ja. Ja, oder? Also ja, Werwölfe können doch nicht zwei reißen. Richtig. Okay, wir haben jetzt folgende Situation. Von denen die gesagt haben, dass sie auf Peter gezeigt haben. Nicht auf Peter gezeigt, sondern ist nur noch Mel übrig. Mel ist die Einzige aus dem Kreis, die ich damals nicht auf Peter gezeigt habe. Also ich bin auf jeden Fall bei Fabian. Nachdem er gerade gesagt hat... Immer nicht wissen, ist, ob Fabian auch auf Peter gezeigt hat. Und also Fabian hat Nasti und Sam beschuldigt. Miriam hat das längst in Erfahrung gebracht, ob ich auf Peter gezeigt habe. Aber Fabian hat sowohl Nasti als auch Sam beschuldigt. Und beide haben sich jetzt doch herausgestellt. Aber so oder so, bei dir wissen wir, dass du nicht auf Peter gezeigt hast. Ja, bei Fabian, aber ich dachte, wir zeigen alle irgendwie auf Max und sicher. Peter. Weil ich habe überhaupt nicht das Gärten ja gar keinen Anhaltspunkt. Warum warst du dir so sicher, Fabian, dass es das Mel ist? Dass sie was ist. Ach so, weil sie nicht auf Peter gezeigt hat. Und ich habe mich, hab mich jetzt so oft getäuscht in den letzten Runden. Irgendwann muss ich einfach nicht. Was auch es heißt, dass ich genau kein Werwolf sein kann. Logik. Es muss nach Mathematik wissen wir denn, liegen, wenn ich jetzt wer vom Werwolf und wer von der Hexe getötet wurde? Erst weil die Werwolf, erste Person ja. war Werwolf. Ja. Okay. Wer war nochmal die erste Person? Miriam. Miri wurde von Werwolf getötet und Sam von der Hexe. Ja. Vielleicht war auch Miriam die Hexe. Aber Miriam hätte nicht in der ersten Runde geheilt. Nee, taktisch, das wäre nicht Miriams Ding. Also, ich glaube, sie hat schon mal gesagt, dass sie das nicht macht in der ersten Runde.
Also die Hexe hat irgendwie. Oh gut, aber Miriam hätte auf Fabian. Ja, aber es kann ja auch immer noch sein, dass Max und jetzt, die Hexe war. Jetzt ist genau, Miriam tot. Genau, wir wissen nicht, wann die Hexe gestorben ist, weil Gunnar hat ja am Anfang gesagt, er fragt aber gerade hat er noch jemand getötet. Achso, du fragst auch, nee, du sagst. Also, ach ja, ja, doch, natürlich. Die Hexe, aber selber gesagt, also ja. Die Hexe muss jetzt. Aber das Komische ist doch jetzt, wenn. Es sind jetzt noch zwei Werwölfe im Spiel, ne? Ja. Und wir haben alle auf Peter gezeigt, nur um ähnlich. Das heißt, irgendjemand muss ja auf Peter gezeigt haben, obwohl er selber ein Werwolf ist. Du, Fabian. Nee, ich weiß nicht. Achso. Also, hätte ich das jetzt nicht aufgebracht, diesen Gedanken. Also doch, ich weiß, dass wir drei haben hundertprozentig auf Peter gezeigt. Ja, auch direkt. Also es tut mir leid, Mel. Mein Verdacht bin von Anfang an wird immer konkreter. Ich bin bei Fabian und Eddie inzwischen. Was Eddie auch? Weil er jetzt so von Fabian wieder wegschwenkt. Ja, bei Mel. Bei Fabian bin ich mir nicht sicher, ob er auf Peter gezeigt hat. Weiß ich es einfach nicht. Bei Mel weiß ich es schon, aber bei. Er hat auf Peter gezeigt. Glaube ich schon auch. Aber bei Mel wissen wir, dass sie hundertprozentig nicht auf Peter gezeigt hat. Warum willst du denn dann lieber jemanden nehmen, der auf Peter zeigt? Aber wer hätte denn einen Grund, Miriam umzubringen? Cui bono. Du musst eine Begründung dafür liefern, ne? Weil du beide beschuldigt hast. Beide haben sich als Bürger. Dann hätten sie ja auch mich umbringen können. Ja, können halt den wie gesagt, ich kann mich ja zwei, dreimal täuschen, dann werde ich beim vierten Mal richtig liegen dann. Nehmen wir erst Fabian und nächste Runde. Statistisch gesehen hattest du bisher ja immer Unrecht. Warum bist du denn eher für Fabian als für Mel? Weil du vorhin auch für Fabian warst und jetzt nicht mehr. Also vielleicht bist du das ist sehr komisch. Aber ich war auch, für Mel. Ja, ich bin auch für Mel. Ich bin für Fabian. Ja gut, dann machen wir zwei gegen zwei und dann entscheide ich eh Mel. Wählt mich raus, aber dann werde ich Ärger nach. Weil ich der Bürgermeister bin. Weil er die Macht hat. Nee, aber dann werden ja zwei. Es ist drei gegen zwei. Da sind noch fünf Leute hier. Ah, shit. Ach, scheiße. Okay. Muss nochmal denken. Ja, gut, also. Mel wird ja keine Rolle spielen in der Abstimmung dann. Wieso? Doch, so, ja, doch. Danke. Nein, okay, dann muss ich euch nochmal überlegen. Ihr natürlich also, alle die gleiche Person. Ihr seid nehmen. Euch sicher, dass Fabian nicht auf Peter gezeigt hat? Ich habe auf Peter gezeigt, natürlich. Ich glaube auch, dass das. Das heißt, du glaubst, er hat auf Peter gezeigt, obwohl er ein Werwolf ist. Ja. Aber warum? Wer? Aber Miri meinte doch, er hätte nicht auf Peter gezeigt. Wir haben es aber Fabian sagt ja, aber wo ist Miri jetzt? So. Wir hatten ja. Also pass auf, die sind raus und dann haben Miri und ich uns angeguckt und haben gesagt, aber das macht Fabian! Und jetzt ist Miriam tot. Okay, also so krass, wie du dich weigerst, dass wir für Mel stimmen. Mhm. Wir können gerne für Mel. Ist völlig Bell crazy. Und Mel. So, okay. Mel ist 100% certified, dass sie nicht für Peter gestimmt hat. Bei Fabian sagst du, ja, er hat zwar nicht für Peter gestimmt. Sie hat schon gesagt, ich habe dafür gestimmt. Also ich bin hundertprozentig auf Mel jetzt. Und jetzt bist du auch ins Fadenkreuz gerutscht. Aber wenn ich jetzt für Mel stimme und sie ist es nicht, bist du die nächste. Warte mal, geht das dann überhaupt noch? Dann ist 2-2. Nee, dann hat man schon verloren. Nee. Du wirst und ja sehen, dass Mel ein Werwolf ist, dann wirst du hoffentlich mich nicht mehr verdächtigen. Nee, wenn du wenn dich rausschmeißt, dann geht das Spiel noch weiter. Weil sie ein Werwolf ist. Ja. Das würde ein Werwolf sagen. So, ihr habt jetzt noch 30 Sekunden Nein, Zeit. Nein, gib uns länger Zeit. Nee. Sonst zipp ich auf Mara. Okay, wir haben zwei Werwölfe hier. Und die versuchen jetzt auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass nicht ein Werwolf geht. Ja. Ja. Also ich sag ganz offen, ich tue mich schwer damit zu sagen, wer der zweite ist, aber der erste ist auf jeden Fall Mel. Da bin ich 100% nicht bei dir. Es können auch Fabian und Eddie sein. Ja, genau. Ich bin auch inzwischen, weil Eddie so jetzt auf Fabians Seite ist. Warum arbeiten wir zusammen? Und ihr kennt okay, dann hätten wir zu zweit auf Peter gezeigt in der ersten Runde. Haben wir ja. Als Werwolf. Ach so, du ja auch. Ja. Nee, ach so, nee. Das heißt, wir haben uns von Anfang an entschieden, einfach aus drei Werwölfen zwei zu machen, weil wir so krass sind. Das macht überhaupt keinen Sinn. Bell, du bist. Bella, du bist auf jeden Fall hochfertig. Ich bin fast sogar schon jetzt. Ich bin schon fast davor, dich vor Mel. Zu Bell, opfern. Mel? Ich wurde kurz, sie hat gerade eine Eingebung, ich bin kurz abgelenkt. Oder wenn du sagst, Mel ist. Die Seherin. Mel, 100%. Mel ist 100% hier vorne auf dem imaginären Screen habe ich was gesehen. Super, gut. Okay, zurück zum Ding. Also, okay, also nochmal, ich habe vergessen, du hast ja auch auf Peter gezeigt. Jetzt bin ich okay. So, wir heben alle den Finger. Auch du. 3, 2, 1, go! Okay, jetzt kein Scheiß, Eddie. Ich bin ein Fähnchen im Wind, Eddie. 4 auf Mel. Sowas von Werwolf, Mel. Eine auf Fabian. Es ist Fabian. Ich bin's nicht. 4 auf Mel. Wenn's Fabian ist, kümmern wir uns gleich drum. Dann haben wir verloren. Wieso? Haben wir nicht. Also sind beide Werwölfe. Wenn Mel kein Werwolf ist, ist scheiße. Dann ist vorbei. Aber sie ist hundertprozentig ein Werwolf. 100 pro. Na, dann gucken wir mal, ob diese Wahrscheinlichkeit auch zutrifft. Und jetzt bist du nämlich verdächtig. Jetzt bist du nämlich verdächtig. So. Okay, also Bella jetzt, wollte. Da freue ich mich auch an. Bevor wir jetzt mal weiter diskutieren, wenn ich sterbe, ist es auf jeden Fall. Peter, weil er am Schluss noch mal gesagt hat. Also ganz kurz, ihr habt ja schon oft gespielt. Die Begründung kennt ihr, aber du bist der Werwolf. Ich würde mal sagen, ach so, das heißt, ich bin keine Werwölfin. Du hast mir vorhin nicht zugehört. Verlegen wir doch auf den nächsten Tag, denn es ist sehr lange gewesen. Wir sind alle sagen, wir haben alle auf Peter gezeigt. Wir haben alle vier auf Peter gezeigt. Wir machen erstmal. Das heißt, der Werwolf ist auf jeden Fall kurz. Einer, der seinen eigenen. Lieber Etienne, es war sehr anstrengend für dich heute. Ja.
Möchtest du nicht lieber erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen? Ich schlafe jetzt eine Runde. Ja, aber ich kann ja sein, dass ich jetzt gleich gehen muss. Das kann sein. Deshalb muss ich meine letzten Worte ja noch das kann ans sein. Volk richten. Das funktioniert aber hier nicht. Bevor alle sind schon ins Bett gegangen. Du bist alleine im Rathaus zurückgeblieben. Oh Gott. Was, wenn und das ganze Dorf schläft ein. Ja, der verbliebene Werwolf trauert natürlich immer noch um seine Mitwerwölfin Mel, seine oder ihre, und wacht auf und entscheidet sich für eine Person, die er oder sie verspeisen möchte. Lecker, lecker, lecker. Der Werwolf oder die Werwölfin schläft wieder ein. Die Hexe hat nicht mehr viel zu tun und schläft einfach mal durch. Aber der Seher, der erwacht noch einmal. Und kann noch einmal gucken, ob eine Person gut oder böse ist. Und entscheidet sich und zeigt jetzt mal endlich auf eine Person. Und der Seher weiß jetzt Bescheid. Und schläft wieder ein. Ach, was für eine Nacht in Bohnenhausen. Das Dorf erwacht. Es wird hell. Der Werwolf stößt also hier alles klar. Um. Das war so klar. Also darf Eddie nicht bestimmen? Etienne? Etienne, du darfst bestimmen, wer Bürgermeisterin wird. Komm, ich mal. Nein. Fabian. Jawohl. Habe ich denn immer noch zwei Stimmen? Ja. Oh nein. Warum sagst du jetzt so nein? Ich bin auch. Ich habe bist du. Ich wollte noch zu Eddie, zu Eddie noch sagen, ich habe den wirklich immer die ganze Zeit gleichmäßig atmen gehört. Wirklich in jedem. Dass ich eigentlich immer dachte, dass Eddie es nicht ist, weil man das sich bewegt hätte und so. Naja, wir gucken mal, ob Eddie immer. Es war. Aber ja, wir wissen es ja schon. Weil er wird es nicht sagen. Aber wäre es nicht legitim? Ich glaube, es war kein Selbstmord. Nein, es ist natürlich Etienne war ein jetzt guter. Könnte doch der Seher einfach sagen. Ich bin der Seher. Ja. Und ich weiß, dass es Mara ist. Ja, das hätte ich auch gesagt. Ich wollte es nur noch mal bestätigt werden, aber dann ist ja alles cool. Hast du noch was zu deiner Verteidigung, Mara? Oder bist du die Seherin und er ist Werwolf? Wer ist jetzt Seher von euch? Ich bin keine Seherin. Ich hätte jetzt gedacht, du bist Seher. Das kann ja jeder sagen oder jetzt nicht. Aber Eddie wollte zum Schluss dich rauswählen. Warum? Es wäre jetzt ja vom Werwolf richtig dumm gewesen, mich zu killen, weil Eddie mich beschuldigt hat, dass jetzt sowieso alle auf mich. Also, wenn ich jetzt raus gewesen wäre, wäre ja ein Opfer weg. Also, das hat Werwolf schon klug gemacht, würde ich jetzt sagen. Weil Eddie mich vom Einschlafen noch beschuldigt hat. Also es wäre klug gewesen, wenn du ihn jetzt aus dem Spiel genommen hättest. Nee, es wäre nicht klug gewesen, als Werwolf mich zu töten, weil man ja keinen Sündenbock dann mehr hat, verstehst du? So. Ja. Aber du bist jetzt. Ich war richtig überrascht, dass Eddie jetzt aus dem Spiel genommen wurde. Ich dachte auf jeden Fall, dass ich jetzt rausfliege. Verstehe nicht, warum Eddie jetzt raus ist. Okay, jetzt muss ich vielleicht nochmal. Ich hatte nämlich auf einmal nachts habe ich gedacht, okay, Mara ist es. Jetzt habe ich mir gedacht, Mara ist es. Aber warum? Weil du mit Mel so recht hattest. Dann dachte ich, vielleicht eben bist du der Seher. Hattest du für Mel gestimmt? Ja. Und hattest du auch für Mel, also wie ich, also nicht diskutiert oder diskutiert für Mel? Wie diskutiert? Also hast du gesagt, Mel ist es oder hast du im letzten Moment umgedingst? Ich auf Eddie gehört habe. Ich Eddie auch. Eddie wollte als nächstes dann mich. Könnt ihr mir beide nochmal nachdrücklich sagen, wer von euch der Seher ist und warum? Ich bin nicht Seherin. Ich bin nur Dörflerin. Na gut, aber einer von euch muss es ja sein. Weil du der Werwolf bist? What? Nein, wieso? Oh Gott! Oh Gott! Ah, Fabian! Wieso? Ich kann auch eine von den anderen Rollen haben. Aber es wäre doch voll smart, wenn der Seher sich jetzt mit mir verbünden würde, um zu sagen, ja, ich weiß, dass diejenige Person das ist. Ich möchte einfach gucken, wer von euch das authentischer rüberbringen kann. Ja, aber ich bin halt keine Seherin. Ja, aber warum solltest du das so, wenn du das so akut jetzt abschreitest, dann weiß ich doch sicher, der gleich zwei Stimmen haben würdest, du der Werwolf bist. Nee, Dörflerin. Aber der Seher ist doch noch im Spiel. Ja. Und wenn es dann der Seher ist nicht unbedingt im Spiel. Ich sage auch manchmal, tue auch manchmal so, als ob der Seher noch lebt, damit man nicht weiß, wann er gestorben ist. Ja, okay, das ist natürlich eine ganz neue Info. Okay, ich finde euch beide verdächtig. Aber eigentlich, also ich finde Mara am verdächtigsten jetzt tatsächlich gerade. Ich habe mehr für Fabian, aber dann habe ich jetzt mal, Fabian hat jetzt so oft recht gehabt, mit Peter und mit Mel. Ich hatte einmal recht, aber das war ja, aber ich sehr auch auf die beiden gezeigt. Gewesen tatsächlich. Ach, hast du doch nicht auf Peter gezeigt? Doch, da habe ich auch drauf gezeigt, da habe ich mich vorher diverse Male vertan und das würde mir nur passieren, wenn ich kein Werwolf wäre, weil ich dann nicht die Rollen kennen würde.
Aber hat er sich nicht verraten, Bella, oder jetzt doch nicht? Ich weiß es nicht. Oh, scheiße, ist das kompliziert. Aber ich hatte so eine Situation schon mal, dann habe ich doch auf Josie gehört und sie hatte sich eigentlich verraten, also sollte ich jetzt gegen Fabian sein. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich aus irgendwas nicht hundertprozentig ableiten könnte, wer von euch der Werwolf ist, aus dem, was gerade passiert ist. Gunnar, weißt du das? Mache ich gerade einen grundlegenden Fehler als Bürgermeister? Kann auch nicht mehr denken. Also. Nee. Ach, das stimmt. Fuck. Aber hat er immer zwei Stimmen oder nur, es geht doch nur, wenn es unentschieden ist. Sonst hast du nur eine. Okay, aber dann. Ach so. Das geht jetzt relativ unwahrscheinlich jetzt. Oh Gott, ich bin super aufgeregt. Ja, Peter, das ist eine schwierige Entscheidung, dieses Dorf zu fällen. Also auf Mara war noch gar kein Verdacht. Gibt es okay, nee, alle haben auf Peter auch, gezeigt ich von auch uns. Ich habe auch gegen Peter und gegen Mel gestimmt. Ja. Und hast du gegen Mel gestimmt? Ja. Ich habe gesagt, ich bin ein Fähnchen im Wind und habe dann auf Mel, weil ich auf Ellie gehört habe. Ihr habt beide gegen Peter und gegen Mel gestimmt, das kann überhaupt nicht sein. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, ja, ich auch. Ja. Naja, ja. Hast du vielleicht die Werwolfkarten falsch ausgeteilt, Gunnar? Okay. Schack. Was machen wir, Bella? Meinst du, wir sind ein Team? Kannst du mich ruhig auch fragen, Mara. Ich würde sagen, wir nehmen... Ja. Aber ich bin ja eher bei dir als für Bella. Wieso? Ja, weil du jetzt schon so oft und auch von Eddie beschuldigt wurdest. Und Eddie war ja auch ein Dörfler. Stimmt, Eddie hatte dich auch mal beschuldigt. Naja, weil er dachte, ich hätte nicht auf Peter gezeigt. Aber das ist ja längst widerlegt. Hat mir das nicht zu dem Zeitpunkt schon widerlegt? Ja. Also bis letzte Nacht dachte ich eher Fabian und dann habe ich irgendwie an dich in den Kopf bekommen, dachte, aber Mara hat so wenig gesagt. Ich glaube, Mara ist es so. Und dass du da jetzt so schnell drauf aufspringst, aber gut, das musst du ja mal dir. Ich habe ganz am Anfang schon gesagt, dass die Werwölfe auf jeden Fall eher auf der Seite da sitzen. Aber warum? Weil ihr euch in der ersten Nacht so komisch benommen habt, während sich hier gar nichts gerührt hat. Ja. Da drüben war also meine Entscheidung ist gefallen, wir können gerne abstimmen. Aber Eddie war gegen Fabian, hat ihm doch den Hut gegeben. Ja, das... Ja, okay, wir können es nur falsch machen, ne? Okay. Ihr könnt es nur falsch machen. Wir gewinnen, oh Gottes Willen. So, das war... Okay, wir gewinnen jetzt, Fabian. Ein kleines Feuerwerk zur letzten Abstimmung. Mach nichts Falsches. Wir heben den Finger ein letztes Mal. Oh! Und zeigen in 3, 2, 1, jetzt. Der Henker kommt ein letztes Mal und holt jemanden ab. Es ist Mara. Oh Gott, Ihn ist schon bei mir. Kleiner Gehilfe kommt mit. Fabian hätte ganz anders reagiert, wenn er kein Werwolf gewesen wäre. Wir gucken einmal ins Feuer. Du bist ein Werwolf. Was passiert ist? Cool. Yes. Und die Dörfler haben gewonnen. Cool. Ihr könnt alle gerne zurückkommen. Warst du Seher? Nee, ich war die Hexe. Du warst Hexe. Okay. Ich habe gleich in der ersten Runde meine Fähigkeit völlig falsch ausgespielt. Also, du hast gleich sofort Max gerettet. Ich habe Max Stange gerettet. Ey, Bella. Fabian hat gleich in der ersten Runde Max. Kannst dich bei Fabian bedanken. Habe ich nicht gedacht, dass es Mara ist. Und dann auf einmal kam mir die Einsicht. Ich wollte gerade auspacken. Mara ist immer sehr still, wenn sie Werwolf ist. Warst du Seherin? Nein. Aber ich habe sie rascheln hören die ganze Zeit. Seherin war Nasti. Nasti war sie. Ah, gibt es nämlich beide gesagt. Und Max Stange wurde in der ersten Runde gerettet von Fabian. Wer war denn jetzt Seher? Weil ich dachte, dass du auf jeden Fall in der ersten Runde getötet wirst. Ach, du hast es wirklich gefaked, dass der Seher mal endlich auf das Zeit... Ach, das ist nicht schlecht. Ich war mir sicher, der Seher ist noch... Nee, der war schon lange tot. Ja, das hat mich auch irritiert tatsächlich. Ja. Ich bräuchte einmal alle Karten zurück. Okay, wer war Hexe? Ich. Das nehme ich dir übel. Sehr übel. Ja, du warst halt super leicht zu durchschauen, sorry. Sam, du warst der Werwolf? Du warst der Werwolf. Hast du ein bisschen verzögert gezeigt? Nein, ich hab so gezeigt. Na, aber es ist doch bei dem Gespräch war das klar, dass die meisten. Das war Spielen. Warte mal, wieso habe ich denn jetzt 10 Karten? Hier sind wir 10 Leute auch? Ah ja, okay. Peter, du hast meine Karte nicht zurückgegeben? Dann passt das. Das war sehr knapp. Ich hab sie schon noch vorne. Ja, gut. Gut. In der nächsten Runde kommt eine neue Rolle dazu. Und was das ist, das gucken wir uns mal ganz schnell einmal in einer Matze an. Nice.
Wer ist denn jetzt, wird ein Bürgermeister neu gewählt oder gibt es eine Werbung? Glaube ich. Nee, ich glaube, es gibt nur die Karte für Jäger. Es gibt nur Jäger, es gibt keine Maxi. Die Mütze muss einem ja. Runde 2. In dieser Runde wird ein Dorfbewohner durch den Jäger ersetzt. Der Jäger kann kurz vor seinem Tod noch einmal auf eine Person zeigen, die er mit ins Jenseits nimmt. Er muss aber nicht. Ja, das war relativ schnell erklärt. Jäger, bevor wir jetzt gleich in eine kleine Pause, glaube ich, gehen, voten wir einmal, wer denn der oder die beste Spieler oder Spielerin dieser Runde war. Da könnt ihr heute abstimmen. Und der oder diejenige wird dann Peter. Bürgermeister dieser Runde. Aber ich glaube, wir gehen in eine Werbung jetzt. Ja. Und dann sehen wir uns gleich weiter. Und wieder hier in Bohnhausen. Es wird immer noch hitzig diskutiert in Bohnenhausen. Die letzten Dörfler kommen noch zurück durch die Kamera einfach. Alles klar, komm, setz dich hin. Es war eine schöne Runde. Wer war denn aber wohl von euch der oder die beste Spieler oder Spielerin? Was glaubt ihr, wer ist jetzt der neue Bürgermeister, Bürgermeisterin? Ich glaube, Fabian bleibt es. Ich finde, Max hat dadurch, dass er direkt am Anfang mit Peter ins Schwarze getroffen hat, den ganzen Stein ins Rollen gebracht. Aber also, war das reine Spekulation? Oder? Nee, du hast wirklich geraschelt. Nee, du hast nicht geraschelt, du hast dich irgendwie bewegt und irgendwas hat dir. Ja, ich suche die Nähe. Es ist kalt. Zum Opfer. Ja. Wir gucken mal, was die Zuschauer gewählt haben. Muss weniger raschelig sein. Und zwar Fabian bleibt der Bürgermeister. Gut. Eine sehr schöne Rede. Willst du mal eine kleine Rede halten an das Volk? Wir machen bei der dritten Runde dann. Okay, ja. Perfekt. Da muss sich gegen viele Widerstände durch. Ich habe die Karten schon gemischt. Also der Jäger ist jetzt dabei. Ihr wisst alle, was das bedeutet. Man darf sag noch mal. Man darf, wenn man stirbt, noch mal jemanden mitnehmen in den Tod. Muss man aber nicht. Okay. Ja. Einmal hier Mels Karte. Ich gebe sie mal ganz unten, damit Bella die nicht mehr... Bella lässt ich habe ja vorhin, gucken ja auch alle hoch. Haben wir gesehen? Habt ihr es gesehen? Nee. Ich hab nichts gesehen. Seid ihr ganz ehrlich, habt ihr es gesehen? Ich hab nichts gesehen. Fabian? Mhm. Danke. Irem ist deine, oder? Danke. Ja. Ich hab meine. Okay. Und einmal hier Nastis Karte. Jetzt muss aufregen. Nicht angucken, crazy. Mara. Gut. Nächste Karte. Oh no. Okay. Nächste Karte. Und hier ist die letzte. Versehentliche Karten sehen. Okay, wisst ihr alle eure Rollen? Max, jetzt kommt vorne hier mit dir. Ja. Das ist eine Karte. Seid ihr bereit? Okay. Dann wird es wieder eine mondvolle Nacht in Bohnenhausen. Die Dorfbewohner schlafen ein. Außer der Dorfhund, der offensichtlich immer noch sehr gerne an den alten Leichen kaut. Als erstes erwachen in Bohnhausen die hungrigen Werwölfe und schauen sich um und suchen sich ein schmackhaftes Opfer, was sie zerfleischen können. Lecker Blut trinken, Gedärme die Werwölfe haben sich entschieden, wer heute zum Festmahl auserkoren wurde und schlafen wieder ein. Und als nächstes erwacht die Seherin. Und die Seherin öffnet ihre Augen und entscheidet sich für eine Person, auf die sie einmal kurz zeigt, um dann herauszufinden, ob es eine gute Person ist oder eine schlechte. Hat die Seherin es gecheckt? Ja, dann schläft sie wieder ein. Und als nächstes erwacht die Hexe
Und die Hexe kann eine Person retten. Die Hexe könnte ja auch noch eine Person töten. Die Hexe hat gesprochen. Und schläft wieder ein. Und das Dorf erwacht unter lauten Kaugeräuschen. Der Hund hat ganze Arbeit geleistet. Ja. Hatte eine schlaflose Nacht. Pass auf, da ist ein Hund. Hopsi. Ah, nein, es war so klar. Der Bürgermeister. Der Bürgermeister, der Bürgermeister darf noch sein Amt. Das muss ich natürlich noch weitergeben jetzt. Weitergeben. Muss ich mir gut überlegen. Du hast doch hier den Hund. Komm, ich geb's dir, Miriam. Oh, danke. Bürgermeisterin Miriam. Obacht die Kerze. Okay, das war die Kerze. Das sind, glaube ich, alles, E-Kerzen. Das Dorf brennt nieder und alles vorbei. Das war vor meiner Amtszeit. Das sollte doch sein, wenn der Bürgermeister stirbt. Bürgermeister Miriam, möchtest du zum Volke sprechen? Der Brand im Dorf war vor meiner Amtszeit. Ich hoffe, das fällt nicht auf mich zurück. Wir können ja mal nachgucken, weil es könnte ja natürlich auch sein, dass da etwas passiert ist in der Nacht. Und wir gucken mal nach, ob diese Person, die da abgeholt wurde, überhaupt eine gute oder eine schlechte war. Na toll. Ja, ich kann Fabian. Nicht welcher Schrei für was ist. Ich bin immer war natürlich da, wo ein jaulen, ist guter böse. Dörfler. Das muss doch ein Dörfler sein. Nee, er könnte ja auch geheilt worden sein, jemand, stimmt. Und dann von der Hexe ein Wolf getötet worden sein. Ja, hätte passieren lucky. Können, es wäre super luck, aber man muss es ja zumindest checken. Na gut. Ich sag, wie es ist, ich habe nichts mitgekriegt wieder. Gut. Weiß irgendjemand was? Hat irgendjemand was gesehen? Nee, hat Peter sich bewegt? Ja, es ist schwierig, da geraschelt zu hören. Okay, wir wissen, Dean was wir wissen ist, dass die Hexe nicht geheilt hat. Yes. Dann, ja, aber dann ist es wahrscheinlich vielleicht eine erfahrene Hexe. Ja, aber ja. Oder sie hat gut, zugehört aber, in der ersten Runde. Naja, ein bisschen Erfahrung. Dadurch, dass wir in der ersten Runde drüber gesprochen haben. Ja. Ich meine, das war der beste Spieler der Vorrunde. Stimmt. Hallo. Was sagen wir da? Das heißt, jemand hat okay. Angst. Aber die Hexe hat gesehen, dass der beste Spieler gekillt wurde und hat gesagt, mir egal. Okay. Fair enough. Also wer hier in der Runde hatte wirklich was gegen Fabian? Ja. In der politischen Anleitung. Wer könnte davon profitieren? Fabian. Ja, natürlich, fällt alle? Mich, ja. Alle? Niemand? Erste Runde ist super schwer. Also, wo jemand gestorben ist, ist fast. Ja. Vorhin hatten wir halt top mit, dass du magst. Ja, aber und dann so rüber. Peter, wie ein Mäuschen. Hat sich an dir eigentlich auch nicht mehr. Nein, gar nichts. Ich dachte mal, auf der Bank hätte sich was bewegt, aber das darf es ja auch, wenn man also sitzt einfach. Also hat vielleicht jemand genießt? Ja. Vielleicht eine Wolfallergie. Ja. Also hier war nichts während der ganzen Werwolf. Ich meine Haare. Schockierend. Würdest du Nasti spüren, wenn sie sich bewegt? Ständig. Würdest du Nasti spüren, wenn sie sich bewegt? So ja. Sack. Nee, hier ja, trotzdem muss das Dorf leider entscheiden. Ja, aber ist Mara jetzt geköpft ist Mara werden? Immer ruhig, wenn sie sass ist? Oder sass in der Regel in der ersten Runde, aber sie hat noch erste Runde kann man nicht sagen. Können wir nicht sagen. Außer vorhin hat Max halt super Peter, also man kann eigentlich schon was sagen. Ja, ja, aber Zufall. Peter, ja, das war Lucky Punch. Max, wer ist es? Ja, bin ich ein Wetterfrosch? Ich weiß es nicht. Ich bin nie gefragt, welches Wetter es wird. Das ist ja schon richtig vorhergesagt. Nee, zweimal Mel. Lisa war aber auch schon dreimal, glaube ich, an einem Abend. Du bist auch Talky, aber ich weiß. Ja, stimmt. Da läuft irgend so ein Timer ab. Wahrscheinlich müsst ihr euch dann entscheiden. Oh Gott. Ich weiß es aber nicht, warum es so ein Timer gibt. Wahrscheinlich ist es der Entscheidungstimer. Ja. Ich würde einfach random jetzt, auf jemanden zeigen jetzt. Und dann ja, kann vielleicht das nicht echt überspringen? Kann der Bürgermeister nicht irgendwie eine... Ich wäre dafür. Wofür? Ich wäre dafür. Ich bin für das aber, Leben. Aber wenn wir niemanden töten, haben wir nicht die Chance, jetzt einen Werwolf rauszutöten. Die Werwölfe haben noch eine Chance, einen Bürger zu töten, während wir nicht die Chance haben, Werwolf. Mit so redet nur ein Werwolf. Machen wir einfach random und aber wir können haben einen Werwolf getroffen, oder? Ja, aber wo... Das ist richtig dumm, weil wir haben jetzt keine... Hat jemand irgendwie so ich finde, ihr könnt auch noch kurz weiter diskutieren. Max hatte ja zum Beispiel
ich will ja gar nicht weiter eingreifen, aber der hat ja eine gute Intuition, vielleicht bestimmt der einfach jemanden und dann zeigt er da drauf. Oh ja, ich verlasse mich nicht auf Feuerregel. Das ist aber eine sehr große Macht. Ja. Ja. Ein Mann mit Macht. Wolltest du Fabian töten, nachdem du deine Karte gesehen hast oder bevor du deine Karte getötet hast? Immer durchgehend, also. Aber Mel, wolltest du Fabian töten, damit du hier sitzen kannst? Oh. Wolltest du ihn töten, damit du GT übernehmen kannst? Das ist natürlich sehr Bist du nicht in der Rangfolge noch über mir bei GTV Max? Ist das nicht eigentlich ein Argument? Naja, dann stirbst du im Stück Max als Redakteur. Nächstes anscheinend. Auf der anderen Seite, wenn bei euch jemand gestorben wäre, hätte Mel ja sich auch da hinsetzen können. Fair stimmt. Enough. Ja, stimmt. Hätte sie das gehabt. Das Argument hätten wir in der ersten Runde auch bei Nasty bringen können. Am Anfang eigentlich in die Richtung. Mir lag es auf der Zunge, aber ich dachte, das macht mich dann nur verdächtig, wenn ich das dann sage. Ja, vielleicht so irgendwie arbeiten, dass es einfacher ist, in die Bank zu zeigen, weil man sich eben nicht bewegen muss, weil man es nur über die Augen spielen kann. Das heißt, wo sind wir gerade? Ob es einfacher ist, jemanden in der Bank zu killen, wenn man überhaupt nichts machen will und nur über die Augen spielt. Genau. Damit man nicht... Also alle drei machen muss. Schon wieder. Was sagst du? Aber gut, ja, wir haben alle gesagt, dass es ruhig war. Und da wurde sich überhaupt nicht dagegen verteidigt. Also vielleicht saßen da auch die ganzen Wölfe. Oder ist ja ganz irgendwelche Vermutungen? Ich finde es auch ein bisschen schwierig zu sagen, weil es müssten aber dann auch die Wölfe grundsätzlich drüben sitzen. Ja, genau. Aber ja, ich weiß, das widerspricht sich. Ich bin nicht sicher. Es wäre auch unrealistisch, wenn alle Wölfe auf einer Seite sitzen. Ja. Also, minimale Anhaltspunkte. Gut, wir müssen jetzt eine Entscheidung haben. Ich glaube, es wird jetzt nichts hier. Deswegen einmal die Finger heben. Ich gehe mit dir. Alle Finger hoch. 3, 2, 1, go! Es war vollkommen random. Also, worauf zeigst du, Mara? Wir gehen mal durch. Nicht mehr wechseln jetzt hier. Wer wechselt? Mel? Ja. Mel? Zweifel Mel? Max, auch ja, einmal sagen? Da. Du kannst durch den Namen Dieter, sagen, weißt du nicht? Bella? Ich hab Bella. Bella. Du hast auch Bella? Zwei Bella? Der von der Waffe. Peter hat Mara. Du auch Mara? Nasty? Mara, ja. Ja, jetzt haben wir beide. Okay, was hast du? Sam. Dann haben wir 3 Stimmen für Sam. Das ist ruhig. Ich dachte auch gerade so, okay, 2 Stimmen für Mara, 2 Stimmen für. Ich muss irgendwie Bella, ich nehm's nicht persönlich. 3 Stimmen für ich Sam. Noch ein gut. Hühnchen zu rupfen mit dann, Sam, es tut mir leid. Das ist okay. Achso, ich warte noch. Ich wollte euch abgeholt werden. Danke. Und? Du musst auf den Bildschirm. Ja, ja. Ist Sam vielleicht Jägerin? Ja, das werdet ihr bereuen, Leute. Nein. Jetzt bin ich aber gespannt. Oder sie hat nichts. Müsste sie das dann jetzt sagen? Sie müsste es jetzt machen oder kann sie oder auf jemanden dann zeigen? Genau, aber sie muss es aber nicht machen. Und? Was ist sie? Was ist sie? Ach, sie ist leider. Und sie hat gesagt, sie werden es bereuen. Vielleicht war sie Hexe oder. Mein Gedankengang war der erste Blick von ihr, die sie aufgemacht hat, die Augen. Das war so. Deswegen bin ich dann spontan auf Sam. Aber da Max jetzt auf mich ist, bin ich in der nächsten Runde gegangen. Gut, ja. Weil ich habe jetzt dich und Max, weißt du, weil du mich jetzt zu ihr gebracht hast. Ich hätte nämlich gerade gesagt, Max sagt nur jemand, dann kam mit dem Wetter. Wir wurden hier am besten beraten. Genau. Bella hat irgendwas gesehen nach dem Aufwachen. Genau. Ja. Warum? Gut, okay, reden wir gleich in der nächsten Nacht. Es war sehr anstrengend für euch. Auch für Bella war es sehr anstrengend. Wir schlafen einmal bitte ein. War nämlich ein langer Tag, viel Diskussion. Hallo Dean. Na? Gut. Kurz aus der Rolle gefahren, Entschuldigung. Gut, es ist Nacht in Bohlenhausen. Die Werwölfe. Sie haben Hunger und Durst auf frisches Blut und wachen einmal auf. Und die Werwölfe entscheiden sich für eine Person. Die sie töten wollen. Die sind sich nicht ganz einig. Alle sehen sehr lecker aus in ihren kleinen Bettchen. Sie haben Bock, noch ein bisschen zu diskutieren, welches dieser Leckerbissen am besten aussieht und am besten schmeckt, wie man so einen Menschen zubereitet und wie man
ihn kocht, wie man ihn am besten zerreißt, zerteilt. Sie haben sich offensichtlich jetzt entschieden und schnappen zu. Für ein leckeres Rezept entschieden. Weil Chef. Ich hör's hier lachen. Chef Werwolf. Naja, egal. Gut. Als nächstes wacht auf der Seher. Und der Seher kann auf eine Person zeigen, von der er möchte. Oder er wissen möchte, ob sie gut oder böse ist. Und der Seher weiß Bescheid und schläft wieder ein. Und die Hexe erwacht. Und die Hexe könnte diese Person hier retten. Sie kann entscheiden, ob sie weiterleben soll. Und die Hexe könnte natürlich auch noch jemanden töten. Die Hexe hat sich entschieden und vielleicht doch noch nicht ganz entschieden. Okay, jetzt hat sich die Hexe entschieden und schläft wieder ein. Und das ganze Dorf erwacht. Ich sage Nein zu der Maske. Für uns alle. Ja, was? Nein. Ich habe meinen Namen nachts gehört. Ich musste so lachen. Die ganze Bank hat gewackelt, das darf ich noch sagen, ne? Nein. Nein, aber interessant. Oh. Ein Hinweis von dem Alex, musste ich spätestens bei Wer Chef auch lachen oder was du auch immer gesagt hast. Gut, wir gucken einmal, was Bella denn war. War sie eine gute Person, eine schlechte Person? Natürlich ein... Links. Was hast du gesagt? Moment. Also ich habe Bella lachen hören die ganze Zeit. Aber ich habe ja auch noch gelacht, also spätestens bei Wer Chef. Ich habe nichts gehört hier, also muss gewackelt. Das da irgendwo aus der Ecke. Ich finde, die Bank hat erwackelt, da kann man nicht als Argument mitnehmen. Ich muss auch sagen, als die Hexe aber es darf sie nicht sagen, wenn sie tot ist. Ich habe gedacht, das ging eher in die Richtung. Ich glaube, dass die Hexe auch in der Reihe sitzt. Irgendwas hat hier auch getrappelt. Aber sind wir uns einig, dass die Hexe zum zweiten Mal nicht geheilt hat? Die Hexe möchte sich also selber heilen. Ja, aber nachts ist man ruhig, sonst macht man sich verdächtig. Oder die Hexe ist raus. Oder die Hexe ist raus. Die Hexe ist raus. Nee, warte mal. Dann müsste Bella die Hexe gewesen sein. Aber dann hätte sie sich ja geheilt. Gute Seele ist immer das Gleiche. Aber Sam meinte vorhin, wir werden es bereuen. Also die kann schon sein, dass sie Seherin oder Hexe war. Aber die Hexe hatte ja noch nicht geheilt, dann hätte Sam sich doch geheilt. Aber hätte die Hexe dann noch jemanden weglutschen können? Nee. Die Hexe. Ich schätze, die Hexe ist noch nicht. Die Hexe kann ja nur, sie wird gesagt, wenn es stirbt, und dann kann sie sagen, okay, ich kann heilen. Ja, genau. Oder ich kann töten random. Also auf eigenen Verdacht. Die Hexe ist, glaube ich, im Spiel und hat noch nicht geheilt. Ich weiß nicht, dass eure Bank scheiße verdächtig. Es tut mir sehr leid, aber es ist. Aber jeden was auf genau? Andere ja, ich weiß. Genau, also warum? Ihr seid so entspannt. Ich kann mir auch nicht helfen. Irgendwie ich bin entspannt, weil ich bequem sitze. Also wenn du eine Stunde da gesessen hast, Max. Das Sitzkissen des Todes, aber darum geht's hier nicht. Die Frage, die ich mich frage, ist, warum, Mara, was sagst du denn zu allem? Du redest sehr wenig. Ja, weil ich in den ersten zwei Runden war ich sowieso nicht so viel. Aber Mara hat auch in der letzten Runde wenig geredet und da war sie Werwolf. Darum frage ich. Ja gut, aber wie hoch sind die Chancen? Jetzt ja nicht. Dass man zweimal Werwolf. Ja, gut. Wie hoch sind die Chancen? Okay, weil dann sind ja Peter und ich auch aus dem Schneider. Okay. Warum? Weil Max gerade gesagt hat, wie hoch sind die Chancen, dass man zweimal Werwolf ist? Nur nach der Logik. Ja, gut. Okay, aber. Okay. Warte mal, Mel heute nicht, aber warte mal, wen. Sag mal was, Peter, von der Bank. Es ging viel in die Richtung während der Nacht. Deswegen, ich glaube, dass da eine gute Person sitzt. Ja, aber irgendwas. Auch zwei Wölfe dabei sein könnten, bin ich mir ziemlich sicher. Dann haben wir ja, schon alles. Ja, aber wer von den zwei war sich denn jetzt bis jetzt immer sehr einig? Oder wer war sehr, weiß nicht, sehr, sehr hilfreich, sehr produktiv? Ich war ja auf Bellas produktiv? Seite, aber wir haben leider waren fehlgeleitet vorhin. Ja, aber die zwei hatten auch auf Sam gezeigt. Ja, weil ich habe, bevor die Entscheidung war, habe ich gefragt, was, wen nehmt ihr, wen nehmen wir? Bella, wen nehmen wir? Achso, und wer hat es dann entschieden? Bella hat den Bella Tipp gegeben, entschieden. Darum, Bella. Für wen haben sie gestimmt? Wir haben Sam rausgeworfen, ja. Unter Bella, weil Bella meinte, nach dem Aufwachen hätte sie irgend so ein Gesicht gemacht. Aber das kann ja halt auch gewesen sein, wenn sie jetzt Seherin oder Hexe gewesen nach ist. Nach dem Aufwachen hat Max auch ein Gesicht gemacht. Ja. Das ist ja kein Grund, ihn zu beschuldigen. Ich meine, mein Gesicht. Ja, eigentlich schon. Ja, und danach halt diesen Niemand mehr. Also,
mir wirklich leid. Nachdem, Bella rausgegangen ist, hast du dich... Ich bekomme hier so ein Vibe, dass ihr so diese Seite gegen diese Seite... Nee, ich trau einfach warum, gar keine mehr. Wir sind alle gegeneinander oder miteinander. Ist egal, wo ich bin. Ich würde mich distanzieren, wenn das ginge. Gegen Sam gestimmt haben. Ich würde ganz gerne mein Haus mit meinem Haus. Die zwei noch. Ja gut, ich hatte einen Vierschuss. Ich war Bella, aber ich... Same. Nee, nicht. Ich habe nur Mara gewählt, weil ich wusste, dass sie nicht rausgewählt wird. Auf wen habt ihr gezeigt? Ich hatte Bella. Auf Mara. Du auf hattest Mara auch Bella. Ich hatte auch Bella. Du hattest? Mara. Mara. Und du? Nicht Mara. Auf Mel. Und ich krieg auch schon wieder solche... Und warum? Mel weiß. Ja, weil sie... Mel ist ein Killer. Darf man noch irgendwas aus der anderen Runde erzählen oder ist Runde für Runde? Ja, habe ich auch gerade gemacht. Das war ein anderes Dorf. Wenn du was weißt über sie. Bühnenhausen. Ja, weil sie am Anfang Werwolf war und da wollte sie ganz am Anfang Fabian töten. Weil ich dachte, sie wollte da sitzen. Nee, dann habe ich gedacht, okay, wenn jetzt Fabian... Ich wollte Miri töten. Okay, also du Fabian, hast du mich gar nicht richtig verstanden. Also ja, weil du so eine gute Spielerin bist. Deswegen habe ich sie genommen, weil er jetzt da... raus war. Also ich finde auch, es wäre sehr unwahrscheinlich, wenn da alles mit Wölfen sitzt. Also muss auf jeden Fall. Es war aber laut nachts bei euch. Die Wahrscheinlichkeit kann genauso groß sein, dass alle drei Werwölfe hier sitzen, wie dass sie verteilt sind und alle drei da sitzen. Ja, aber es wäre halt auch. Egal. Aber das führt uns ja zu nichts. Ich fände es halt auch dumm, wenn es. Also, oder halt besonders schlau, wenn dann genau die Leute rausgewählt werden, aber das ist sehr verdächtig. Aber Bella hat sich halt auch nass gemacht vor Lachen in der Nacht, ne? Also es kommt auch nochmal erschwerend hinzu. Also, das war das Ding. Bella hat gelacht. Hab mich wer immer der Werwolf war, ja, der denkt dann, vielleicht hat sie was gehört oder so. Oder der hat was dagegen, dass sie glücklich ist. In beiden Fällen. Wer ist besonders grumpy? Ja. Naja, aber sind ja jetzt nur die beiden rausgeflogen, zugegeben, weil Bella und Fabian sind die, die als letztes übrig geblieben sind. Und die, die ja auch quasi gewonnen haben für die. Aber warum sollten sie Fabian töten? Und nee, Fabian wird, also ohne Scheiß, Fabian würde ich auch als erstes töten, weil er insane intelligent ist. Okay. Wow, okay, dann freut sich jemand. Also ich würde gerade sagen, ich hätte Fabian nicht getötet, aber interessant, Max, erzähl weiter. Um sein Gehirn zu essen. Wow, okay. Falsches Horror-Genre, Max, falsches Horror-Genre. Den besten Spieler der Vorrunde direkt rauszuwählen. Ja, klar. Das heißt aber, dass plus, er war noch Bürgermeister. Genau, ist der Bürgermeister der beste Spieler der Runde. Ja, aber dann haben wir erfahrene Wölfe drin. Dann haben wir erfahrene Wölfe. Ja, und einfach keine Dummen. Hier sitzen nur erfahrene. Das reicht in dieser Gruppe, um was zu erfahren. Also die beste Spielerin ist safe Miri. Miri würde ich... Ich hätte Fabian nie gewählt. Tatsächlich, weil ich dachte... Als Bürgermeister? Nee, weil er eben meinte, er sei... Um unsere Aluhut bewährten Freunde zu fragen, cui bono? Was? Aber du meintest Wer eben... Wer hat profitiert von Fabians Tod? Ach so. Ja, aber du meinst ja wissen, dass er nicht wählt. Ja, das ist wirklich... Ja. Das konnte... Aber du meinst gerade, du hättest safe ihn getötet. Ich hätte ihn auf keinen Fall getötet, weil er einfach noch... Also er eben meinte noch, er ist Anfänger. Wenn er eben wirklich die Hexe war, dann hat er sich auch eher anfängermäßig benommen. Darum hätte ich ihn nicht genommen. Eieiei. Ich hab Angst vor dir. Ich hab Angst vor euch allen. Wer verhält sich anders jetzt als in den Runden davor? Hier sitzt auf jeden Fall jemand, der... Peter? Aber ich glaube nicht. Aber Peter hatte die Chance, sich in der Runde davor zu verhalten. Darum, er war halt einfach nicht es da. Es ist immer leicht, auf den Neuen zu gehen. Was spielen wir hier eigentlich? Also zum einen, natürlich finde ich es trügerisch, dass Mara so ruhig ist. Ein Stöckchen. Oder ist das ein kleiner Knochen? Nun, ist das Sender. Senderfreiling ist frei. Also bevor der Timer losgeht. Ich bin mir ziemlich sicher, bei euch sitzt mindestens ein Werwolf. Hier muss auch einer sitzen, ganz im Ernst. Aber bei euch muss auch einer sitzen. Was heißt denn überhaupt bei euch? Bei euch. Es ist kein Team. Wir sind kein Dorf, ich als Bürgermeister muss das nochmal hervorheben. Nein. Das sind zwei Bänke. Bei euch sitzt auf jeden Fall einer. Ja, das muss sein. Okay, jetzt wähle ich Peter. Denkst du? Ja, das ist das schwächste Glied. Es tut mir leid. Er sagt bei euch, als ob es Gruppen hier gibt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, Peter. Naja, ihr Peter habt euch gerade ziemlich zusammengeschlossen. Inwiefern? In der Diskussion. Was hab ich gesagt, was bei den beiden zustimmt? Ist so süß. Aha, Peter. Ich weiß nicht, Ich finde auch Mara und Mel wieder sehr ruhig. Ich finde es auch alles ich finde es jetzt auch zu einfach. Wir sind jetzt immer noch in der ersten Runde, dass die zwei auch auf Sam gezeigt haben. Da bin ich jetzt immer noch dran ein bisschen. Die zwei. Ja, aber weil wir niemanden wussten, alle haben random getippt und Bella ich hatte den Finger schon in der Luft und frage Bella, wen soll ich nehmen? Ja. Okay, also, warte mal, wenn ich mir aber einen von den zwei aussuchen müsste. Oh, ey, bei Miri, weil Mel hat so ein.
Ja, Mel, vor war Mel super, auf, super, ja, sie, au, super sie, aufgeregt. Hast du als Werwolf, als Werwolf. Also entweder es ist ja zu viel gesettelt. Ich würde Miri sagen. Miri? Gut. War, aber Moment. Nee, Miri? Nein, nein. Du hast doch gerade für Mel gesprochen. Nee, nee. Weil Mel vorher in der Runde halt in diesem anderen Dorf, als sie Werwolf war, super aufgeregt ja, war, super hardcore argumentiert hat. Und jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Und jetzt ist die ganz, jetzt gut, ist die, jetzt ist die relativ relaxed. Sie, ja, wir haben so ein bisschen Erfahrung, so, wir wissen ja, ungefähr ja, so ein bisschen. Ja. Das ist immer der Grund, warum ich sterbe. Das ist der Fluch. Gut, der wir brauchen jetzt langsam eine Entscheidung, weil es ist so, nee, Max, warum sagst du geworden? Das wollte ich noch hören. Einfach so, ja, weil du ein Gefühl hast. Zwei für Sam gestimmt haben. Ich bin immer noch aber ich bin auch hier für in die Reihen, das tut mir leid, Leute. Das Dorf braucht eine Entscheidung. Köpfe sollen rollen. Die Finger gehen in die Luft. Bei drei gehen sie runter auf eine Person, die heute Nacht nicht überleben wird. Drei, zwei, eins, go! Sag mal eben. Miri. Nicht zu den anderen gucken erst. Miri. Miriam. Mel. Immer noch Mara. Peter. Mara. Miri. Dann ist, was? Ich nehme Miri. Dann ist die meisten Stimmen für Miriam. Leider, du kannst noch hier kurz bleiben, bis du abgeholt wirst in einer Sekunde. Aber ich kann noch überlegen, wer der nächste Bürgermeister wird. Das stimmt, das darfst du noch kurz machen. Nehme einfach dich, weil du die schönste Jacke hast und ich nicht weit laufen will. Das ist wirklich so geht das mit der Bürgermeisterschaft. So funktioniert die Politik in diesem Dorf. Nicht so ruppig. nicht so ruppig töten. Gut, jetzt ist natürlich die große Frage. Miriam offensichtlich nicht die Jägerin oder der Jäger. Aber war sie denn ein Werwolf vielleicht unter dieser wunderschönen Haube? Oh. Ja. Cool, damit hast du mich direkt zum Verdächtigen gemacht. Danke, Miri. Cool. Sehr gut. Aber dann hat ja die ganze Theorie gestimmt. So. Okay. Bevor es jetzt aber weitergeht mit irgendwelchen Diskutieren, ist es nämlich der Nacht geworden. Was ist abgewählt? Wohnhausen. Und das Dorf wird doch ganz müde. Auch jetzt geht's aber schnell hier. Geht aber Schlag auf Schlag. Richtig. Warte, die Feder. Es ist ganz plötzlich nackt geworden. Hat der Bürgermeister jetzt alles gerichtet und kann auch einschlafen? Ja? Und der Hut fällt wieder runter. Egal. Egal. Ich hab ja noch einen. Du hast noch einen zweiten Hut. Bleib mal sitzen. Und die Werwölfe wachen auf. Sie haben noch ein bisschen Bock zu essen. Sie entscheiden sich für eine Person. Ja? Alles klar. Ein leckeres Mahl wird geplant. Ein bisschen eingekauft vorher. Beilagen. Und schlafen wieder ein. Und der Seher wacht auf und kann entscheiden, von welcher Person er sehen möchte, ob sie gut oder böse ist. Der weiß Bescheid und die Hexe wacht auf. Die Hexe zeigt mal eben auf die Person, die sterben soll. Die Hexe entscheidet sich jetzt eben, ob diese Person leben soll. Alles klar. Und die Hexe darf natürlich auch noch jemanden töten. Okay. Wissen wir Bescheid. Ja. Alles klar. Und die Hexe schläft wieder ein. Und das ganze Dorf erwacht. Ah, Tiere. Oh oh. Nein. Oh oh. Nein! Okay. Shit. Nicht die Mara. Das überrascht mich jetzt. Krass. Möchte der kleine Theorie total. Rikon Werwolf. Traurig. Der Werwolf ist traurig. Geh ruhig hinterher in den Tod. Spring. Spring in den Tod. Sei frei. Ins Totenreich mit dir. Keine weiteren Toten. Oder bleib sitzen. Ins Totenreich mit dir. Oh, das ist süß. Naja, wir gucken erstmal, was Mara war. Dean, helf ihm. Okay.
Habt ihr es gesehen? Mara war auch eine gute Bürgerin. Oh, Mist. Okay. Also, wir haben, nur wenn ich das mal festhalten darf, immer noch die Heilkraft des Hexers. Das wissen wir nicht, oder? Wieso? Doch, weil er... Warte mal, Gunnar will sowieso alles vorlesen. Ja. Aber es wurde ja niemand... Das Maximum an Toten ist doch raus. Ja, es wurde niemand gesaved. Und es wurde auch noch niemand getötet. Aber es kann auch sein, dass der Hexer... dass der Hexer oder die Hexerin schon getötet wurde und dass deswegen... Aber dann hätte sie sich doch heilen können. Ja. Stimmt. Vielleicht wollte der Hexer sich nicht heilen. Scheidet aus dem Spiel aus, ohne die Heilung zu benutzen. Einfach keinen Bock. Das ist Pokerfest. Peter, bist du ich lege der Hexer? Nein. Peter, ich lege neue Theorien. Bist du der Hexer? Möchtest du noch mal wissen, wie der Hexer funktioniert? Ich werde es in der nächsten Nacht probieren. Und den Jäger haben wir theoretisch auch noch, ne? Oder er wollte. Der kann sich entscheiden. Der kann sich ballern. Der kann sich entscheiden, ja. Okay. Es ist schön ballern. Schwierig. Fakt ist, wir haben noch. Fakt ist. Zwei Wölfe. Wer hat was gegen Mara gehabt? Wer hat eben bei der Abstimmung. Halt. Du hast auf Mara gezeigt. Ich will einfach gehen. Von mir aus können wir abstimmen. Ja, gut, reicht. Fall gelöst. Case closed. Es tut mir ja leid, aber sie war genauso ruhig wie davor. Und das ist halt einfach... Aber so schätze ich es. Ich finde Mara aber immer sus. Das ist das Problem irgendwie. Das ja, aber was soll ich denn machen? Ich finde halt, hier in der Reihe war es verdächtig. Und ich habe jetzt einfach auf Mara gestimmt, weil ich aus der Vorrunde gelernt habe. Und ich finde dich auch immer noch verdächtig. Warum? Was habe ich denn gemacht? Weiß ich auch nicht. Wir haben doch gesagt, hier... In der Theorie saß hier mindestens ein Werwolf, weil es hier komische Geräusche und so gab und die Bank hat gewackelt. Aber wir haben ja jetzt einen auf jeden Fall raus. So. Ja, einer raus, two to go. Oder Eddie, du bist halt ein verdammt guter Wolf gerade. Bist so entspannt. So tiefenentspannt. Das ist furchtbar. Wer will da nicht Wolf werden, Ladies and Gentlemen? Weil einfach auch weitergegeben die Kette, ne? Einfach so und so tun, als wenn, ja, ich habe keinen Bock aufzustehen. Wollen wir dem Witz treu bleiben? Wolf sein. Und dann gibt er den anderen Wolf weiter. Willst du Bürgermeister werden? Vielleicht? Ist das deine Aussage, die du da triffst? Ich will nicht seinen Hut haben. Das ist seiner. Der richtige Bürgermeisterhut ist runtergefallen. Achso, den will ich nicht. Gut. Also, ja, scheiße. Was haben wir? Wir haben nicht. Was haben wir? Also, wir müssen uns, glaube ich. Wir müssen, vielleicht wissen wir ja gar nicht, wer die Hexe ist, aber wir wissen, wer die Guten sind. So kann man es ja auch lösen. Nee. Wenn wir wissen, wer der Seher ist zum Beispiel. Oder die Hexe oder der Jäger. Ja, aber wenn dann... dann Hexe und Jäger könnten noch im Spiel sein. Ja, aber bin ich mir auch nicht sicher, weil die wechseln die ganze Zeit das Geschlecht. Ich bin verwirrt. Nee, der Jäger muss doch noch drin sein. What? Die Hexe könnte natürlich sagen, pass auf, ich heb mir den Heiltrank einfach auf, bis es mich erwischt. Was gar nicht so eine dumme Taktik ist. Oder? Stimmt. Würdest du sagen, es ist eine gute Taktik von Hexer? Ich überlege gerade, ob das eine gute Taktik ist. Ist es eine gute Taktik? Um lange zu überleben, ja. Ja, aber wenn irgendwann die Werwölfe in der Mehrzahl sind, ist es zu spät. Warum tötet dann der Hexer niemanden, der ein Wolf sein könnte? Weil der Hexer nicht weiß, wer der Wolf ist. Ich beobachte dich nur. Okay. Peter. Ich überlege gerade. Okay. Peter, für wen hast du gestimmt letztes Mal? Ich habe für Mel gestimmt. Aber einfach nur, weil ich irgendjemand von den dreien stimmen wollte. Okay. Aber für wen hast du gestimmt? Für Mara. Ah. Weil ich der Meinung bin, Mel sagt hier gar nichts mehr, seit sie so verdächtig geworden sind. Ich weiß gar nichts gerade, weil das... Also für mich sind es halt auch... Entweder ist Eddie oder Max, sorry. Aber also bei dir wäre es... Aber für dich war es ja auch gerade Mara. Ja, aber bei ihm wäre es jetzt so total offensichtlich. Und bei Max ist es einfach... Du hast sehr viel geredet und sehr viel verteidigt und sehr viel weg. Deswegen weiß ich nicht. Ja, ein bisschen Action. Max ist aber auch ein Entertainment-Monster. Und Max hat Bier getrunken. Weil ihr in einem Team seid vielleicht auch? Ja... Also eh das mir okay, warte mal. Guter Punkt. Und jetzt von ich zieh mich jetzt wieder zurück. Ja, ist legit, ich bin gerade ein bisschen am Schnacken, aber jeder ist mir zu tiefenentspannt. Ohne Scheiß. Und wir haben schon mal zusammen gespielt, da hat er auch sowas was Wölfisches. Aber was sagst du denn, Bürgermeister? Ich find's ganz schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
Ich versuche dauernd über die Hexe auf irgendwas zu kommen, aber... Also meiner Meinung nach, wir haben zwei Wölfe und zwei Unschuldige, also zwei mit noch Rollen. Das heißt, wenn wir erstmal wir sind noch fünf Leute, eine Person rausfinden, die nichts davon hat. Geht das? Die nichts davon hat. Okay, also die nicht Wolf ist, die nicht Seher ist, die nicht Hexe ist. Aber ich glaube, nee, Max ist die Hexe. Woher wissen wir denn, dass Max der Seher oder Peter ist die Hexe. Aber woher wissen wir denn, dass der Seher überhaupt noch drin ist? Ja. Du bist die Seherin. Stimmt? Beim letzten Mal. sie kann nicht Seherin sein. Das hätte niemals Mara gewählt. Ah, wenn Mara, genau. Mara ja unschuldig ist. Ja. Ja, Moment. Naja, setzt ja voraus, dass sie sich Mara hat anzeigen lassen. Stimmt, sie hätte auch ins Klo greifen können. Ja. Legit. Da kommen wir nicht weiter. Aber sind wir überhaupt... Also ich würde diesmal... Ich würde Peter ausschließen. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich nett von mir, aber diesmal würde ich Peter ausschließen. Und warum? Weiß ich nicht. Warum sollten wir auf dich hören? Das sind immer so schlechte... Also jemanden ausschließen und sagen, weiß ich nicht, das reicht mir nicht. Ja. Das reicht mir nicht. Nee, weil es auch nicht so ein Schnacker. Peter versucht es einfach nur so unterm Radar zu fliegen. Du machst gar nichts. Weil er halt ein Newbie ist und nicht weiß, was er machen soll. Wow. Ich habe nicht gesagt, dass es nett sein soll, aber du bist unschuldig. Selbst wenn er Hexe ist, wäre er unschuldig. Also insofern... Ja, was machen wir jetzt? Wollen wir mal abstimmen einfach? Oh Gott. Also ich kann mich jetzt gerade nicht entscheiden. Ja, aber so kommen wir ja nicht weiter hier. Also die Leute haben schon Bock auf einen Mord. Ich finde, der Bürgermeister könnte noch mal irgendwie eine Ansprache oder der Bürgermeister sowas darf noch mal 20 Sekunden reden. Aber das könnte ja auch eine riesige Nebelkerze sein. Also jetzt... Kraft meines Amtes als Bürgermeister schließe ich mich von allen Verdächtigungen aus. Auch Hunde haben ein gutes Gespür für das Gute im Menschen. Dean, bleib mal hier. Er mag mich. Dean, komm mal her. Den Teppich. Dean, komm beim guten Teppich. Gespür geht Dean, er weg. Geh mal zu jemandem, der böse ist. Wer ist böse? Gunnar. Aber das weiß jeder. Okay, die Entscheidung ist gefallen. Max. Gut. Wow. Wir stimmen einmal ab. Wir machen einmal alle die Finger in die Lüfte. Und bei Hashtag Nebelkerze. 3, 2, 1, go. Hat jetzt wirklich der Hund entschieden oder was? Das ist dein Ernst? Nasti, ja. Peter, sorry. Du hast auf Etienne. Ich habe auf Etienne. Du hast auch auf Etienne und ihr habt beide auf... Wir haben beide auf Max. Auf Max. Dean und dann darf natürlich der Bürgermeister entscheiden, möchte, soll Max oder soll Etienne sterben? es tut mir leid, Max, aber ich höre auf Dean. Der Hut. Dann verlässt uns Max leider und wird... Vom Henker abgeholt. Ja, gut, aber das erklärt jetzt einiges. deine Funke? Das Dean. Ja. Funke geht mit. Gutes Gespür. Du bist ein braver, feiner Hund. Ja, braver, feiner Hund. Du bist ein feiner Hund, ne? Du bist ein feiner Hund. Ja, guck mir doch mal, was war denn mit Max los? Oh, shit. Ja, genau das meine ich. Hey, ja, das ist leider jetzt dein Todesurteil. Das Deans Todesurteil? Warum denn meins? Jetzt du hast Max in den Ring geschlagen. Schlafen wir Max alle ein. Oh, fuck. Lass sie, Wir schlafen alle ein. Es ist die Nacht in Bohnenhausen. Und die Werwölfe wachen ein letztes Mal auf, wahrscheinlich. Und entscheiden sich für eine Person, die sterben muss. Und jetzt wacht nochmal. Achso, die schlafen wir ein. Die haben wir vergessen, aber sind sie ja schon. Einmal wacht die Hexe einmal auf. Guckt, möchte sie die Person heilen vielleicht? Das wäre jetzt vielleicht ein ganz guter Moment. Naja. Möchte die Hexe vielleicht noch jemanden töten? Wäre jetzt vielleicht auch nicht so ein schlechter Moment. Okay. Dann schläft die Hexe wieder ein und der Seher erwacht und darf sich eine Figur angucken. Okay. Der Seher weiß Bescheid und schläft wieder ein.
und das ganze Dorf Bohnenhausen erwacht. Natürlich. Nein, ey. Hier, da. Die mitnehmen, nicht ihn. Eine zweite Chance. Was? Moment. Das war ja Quatsch. Also wer jetzt? Aber okay. Soll ich wieder rein? Ist er jetzt raus? Ja, du gehst wieder rein, ja. Okay. Okay, aber dann ziehe ich meine Waffe und schieße auf Etienne noch. Ja. Ah, sehr gut, das natürlich. Jetzt natürlich auch blöd gelaufen. Vielen Dank. Bitteschön. Vielen Dank. Ja. Natürlich ist es jetzt klar, wer gewinnt. Ja, leider schon. Möchtest du noch was vor deinem Tod sagen? Ich hätte alles anders gemacht. Bereust du was im Leben? Ja, dass mir niemand zuhört. Möchtest du noch vom Henker abgeholt werden oder selbst kannst den Weg... Kannst du aussuchen, Henker oder Werwolf? Ja, also kannst du aussuchen. Ich kann dich auch fressen oder... Diese Gönnung gebe ich dir nicht. Henker, kommen Sie. Na, du kannst sitzen bleiben. Offensichtlich die Werwölfe gewonnen. Das war am Ende ein bisschen blöd natürlich, weil der Jäger noch da war. Aber ihr hattet euch doch für Mara, für Nasti entschieden, ne? Ja. Wir wollten Nasti, ja. Ja. Im Endeffekt wäre es klüger gewesen, wenn wir Peter genommen hätten, weil er nicht der Jäger war, aber wir haben trotzdem gewonnen. Wir wussten das ja nicht. Ja, wusstest du, dass Nasti die Jäger ist? Nein, nee, weiß man ja nicht. Nee, weiß man ich nicht. Hätte halt gedacht, dass... Ja, das war nur, am Ende wäre es natürlich Peter, noch... Peter wäre Hexe und heilt sich selber. Hättest du noch brenzlig werden, aber ihr hattet ja eh schon gewonnen quasi. Also so behalte ich das jetzt oder wie sieht das hier aus? So, ich brauche mal alle Karten zurück. Ja, ich habe deine schon genommen, die lag hier unten. Die, lass ihn doch mal. Ja, hier ist deine. Ich habe die schon. Hier ist jetzt keine Spielzeit. Aber die kommen hier abgelegt. Wir mussten... Wenn ich das kurz erklären darf. Die Bank freiräumen. Ja. Es ist mir ein Missgeschick passiert. Ein großes. Ja. Ein riesiges. Wir konnten uns nicht einigen, wen wir killen. Und dann ist mir leider, hab ich so. Einmal die Karte. Und dann habe ich gesehen, dass Bella das gehört einmal die Karte. Und dann hat Bella angefangen so. Woraufhin ich Mel und Miriam noch, überzeugen drei Karten musste, dass wir Bella... Nachdem Bella gelacht hat, war ja wohl klar, dass wir Bella nehmen müssen. Also Bella war doch wohl klar, dass... Und ich dachte, nein, wir müssen sie, sie weiß Bescheid. Die ganze Bank hat gewackelt, hätte ich doch nicht gehört. Mir fehlt noch eine Karte, fehlt mir noch. Achso, meine, glaube ich. Aber das war gemein, du darfst das nicht sagen, wenn du tot bist. Ja, es war natürlich auch blöd. Das hat die ganze Bank in Verdacht gebracht. Nichts, nicht sagen, natürlich, okay. wenn du tot bist, darfst du natürlich nochmal sagen, dass die ganze Bank gewackelt hat. Zu Recht, ja, aber das wusste ja auch. Und für Frieden, sie dürfen nicht gegen zwei Bänke gehen. Also ich meine, das ist ja... Naja, aber ich will zu rechts mit meiner Vermutung, aber die ich am Anfang reingeworfen habe. Also ich habe vorher schon was von rechts gespürt, bevor... habe ich gedacht, okay, ich gehe auf Etienne. Gut, was ist mir auch auf... Bevor Peter kam, haben wir so... Ich wollte eigentlich nur okay sagen und habe da so... Es ist so laut. So, bevor es jetzt in die nächste Runde geht, haben wir noch einen weiteren... Eine weitere Rolle, die wir vorstellen, denn es ändert sich wieder was im Regelwerk. Es kommt eine weitere Rolle dazu. Und was das ist, das gucken wir uns eben an. Runde 3. Amor kommt hinzu. Amor lässt am Anfang des Spiels zwei Liebende vom Spielleiter antippen, die nicht ohne einander überleben. Stirbt einer der beiden, stirbt auch der andere. Mich zu retten. Hat der Amor verstanden? Ich habe eine Frage. Niemand versteht Amor. Ja? Die angetippt werden, schauen sich aber auch einmal an. Die schauen sich, ich gehe einmal gleich einmal rum, tipp zwei an, okay. Die schauen sich an und auch, die gewinnen auch dann nur, wenn sie zusammen überleben. Und wenn einer stirbt, stirbt der andere auch. Stirbt der andere auch, aber die wissen nicht, ob der eine ein Wolf ist oder die nicht. Doch, ich meine, dass sie sich das zeigen gegenseitig. Nein, das zeige ich uns nicht. Gut. Viel mehr Drama. Gut. Tippst du bitte sehr deutlich an, weil ich habe bei sowas immer Schiss. Wenn der Werwolf jetzt einen Liebenden killt... Woher weiß dann, da muss der andere, der steht dann mit auf und sagt, oh, genau. ich war verliebt. Genau, ja. Also wenn ein Kumpel sagt, nein, wir töten nicht Bella, dann ist es vielleicht gut, wir gucken einmal auf das Bürgermeister-Voting, das machen wir jetzt einmal. Wer war denn der beste Spieler oder die beste Spielerin dieser Runde? Ihr könnt jetzt abstimmen, seht ihr da am Rand. Da fehlt Dean. Und ich verteile dann die Rollen nach einer kurzen Werbung. Ja. Herzlich willkommen zurück in Bohnenhausen bei Werwolf. Okay.
Wir haben schon zwei richtig tolle Runden erlebt. Es war viel passiert, viele Leute gestorben, viel Blut haben wir gesehen. Einmal haben die Dörfler gewonnen, einmal die Werwölfe bisher. Es gibt noch eine dritte finale Runde. Aber wer war denn wohl der beste Spieler oder die beste Spielerin der letzten Runde? Da habt ihr abgestimmt und wir gucken einmal ganz kurz auf das Ergebnis. Dean. Ja. Okay. Sehr schön. Peter, der neue Bürgermeister. Das ist random. Eine Rede, okay. Eine Rede. Eine kleine kurze Rede vielleicht? Ich bin stolz und ich werde dafür sorgen, dass die Dörfler gewinnen. Gut. Auch wenn du Werwolf gleich bist? Richtig. Auch dann. Ich werde die Karten einmal nochmal mischen, habe ich zwar eben auch schon mal gemacht, aber sicher ist sicher, ne? Man weiß ja nie bei mir. So, einmal hier verteilen an Mel, alle gucken schön nach oben, außer Etienne. Ja, ich muss die Karte auch greifen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Karten muss ich noch, wie viel brauche ich noch? So, das ist die letzte, ja. Gut, Mara, hier ist die Karte. Einmal weitergeben. Okay, ich werde die geben. Ich tue sie einfach wieder. Sehr gut. Sehr gut, eine Karte sehe ich schon, ist so ein bisschen zerfleischt schon. Sicher, dann fällt sie nicht runter. Okay. Gut, das war's schon, das ist deine Karte. Ihr wisst alle eure Rollen? Ja. Gut. Versteht ihr alle eure Rollen? Versteht ihr alle eure Rollen? Das ist auch kein Problem, ich sag's ja auch immer. Dann können wir einmal... Die Karte zu verstecken. Yes. Mau. Schau mir nicht auf meine Karte. Schlaf wir alle ein, es wird Nacht in Bohnenhausen. Oh shit, flüssiges Problem. Alles okay? Haben wir ein flüssiges Problem? Kannst du mal deine Füße so ein bisschen runter machen, weil jetzt kommt gleich Amor. Denn tatsächlich ist die Liebe eingekehrt in Bohnenhausen und Amor erwacht und Amor zeigt einmal auf zwei, die unsterblich ineinander verliebt sind. Und Amor schläft wieder ein und der Liebesengel erhebt sich. Gott, oh Gott, lange nicht mehr aufgestanden hier. Und geht einmal in die Runde und tippt die Leute an, die dann einmal erwachen und sich verliebt anschauen. Ich gehe einmal hier eine Runde. Oh, mein Fuß knackt hier. Und die Verliebten öffnen ihre Augen und schauen sich einmal ganz verliebt an. Ein paar Luftküsse werden ausgetauscht. Sie schlafen wieder ein. Und als nächstes erwachen die Werwölfe. Und die Werwölfe haben Hunger. Und sie sind auf der Suche nach ihrem nächsten Opfer. Und das Opfer wird gesucht und wird gefunden. Warum redet er jetzt so, fragt ihr euch sicherlich. Die Werwölfe schlafen wieder ein und der Seher erwacht. Und der Seher guckt sich eine Person an. Und weiß Bescheid, ob die Person gut oder böse. Und als nächstes erwacht Hexe. Und Hexe guckt, ob Person gerettet werden sollte oder nicht. Wird Person gerettet oder nicht? Wir gucken später mal drauf. Soll auch eine Person getötet werden? Nein! Oh, was? Habe ich vielleicht schon verraten jetzt, ne? Macht nichts. Gut. Das ganze Dorf erwacht. Was wäre das für mir als gute Idee? Ich bin ein bisschen reingeraten. Es tut mir leid. Die ganze Bank hat gewackelt wieder. Gut, es tut mir leid. Allerdings erst nach dem Wettbewerb. Wir gucken einmal, was passiert ist. Ja, wie es aussieht. Nix. Eine gute Hexe.
Ja, gut. Aber ja. Jetzt haben wir halt wieder keinen Anhalt. Also hätten wir auch so nicht. Ja. Das macht's schwer. Oh. Hat irgendjemand was gehört? Ein Bankwackeln? Ich habe die Bank wackeln gehört, gemerkt, gespürt. Das haben wir. Wie auch immer das war. Aber erst nach den Werwölfen tatsächlich. Ich, ja, aber ich lege erst Rasputin kam. Nein, der war bei den Werwölfen schon. Das heißt, ich diskutiere gerade für euch, dass ihr es nicht seid. Das war zu viel. Jetzt erst gewackelt nach. Nee, ich habe keine Ahnung. Zum einen finde ich schön, dass Fabian aussieht wie der Imperator. Aber jetzt weiß ich, warum ich mich ein bisschen fürchte. Verrät die Macht irgendwas? Noch nicht. Hat denn gerade vielleicht irgendeiner irgendwie erschrocken geguckt, dass niemand stirbt? Weil die Wölfe müssen ja wissen, dass eigentlich Helland hätte sterben sollen. Scheiße. Ich habe nicht drauf geachtet. Nicht drauf geachtet. Dass die Aussage kommt ein bisschen zu spät. Ja. Hast du denn drauf geachtet, ob du jemanden gesehen hast? Nein! Aber es ist ja eingefallen. Ja. Guter Punkt, Mel. Schlechte Umsetzung. Ja, üben wir nochmal. Ja, ich kam gerade drauf, weil Fabian hat seine Augen so versteckt, so absichtlich. Ja, das habe ich die ganze Zeit schon. Das sieht einfach in der Kapuze. Das ist sein Style. Ne? Wenn ich das verunsichere, kann ich das auch gerne wegmachen. We don't judge. Naja, ja, doch schon. Er versteckt da schon bisschen, viel Mimik, die für ihn verraten könnte. Ihr wollt mich jetzt nicht zum zweiten Mal rausnehmen in der ersten Runde. Ging ihr das denn? Wir, dass wir Sam drin lassen diesmal? Da wäre ich auch für. Ihr habt es jedes Mal bereut, hoffe ich. Beim Kaffee. Habt ihr das lieb oder warum? Mit der Bürgermeister vielleicht. Ach so, okay. Nee, also sorry, ich war Hexe. Ich hätte mich letztes Mal retten können und davor wusste ich auch Mara und Mel. Also. Ja, du riechst das hier, ist alles nass. Was ist denn passiert? Nasti, wie siehst du das? Eventuell die Hälfte aus dem Schild. Es ist eine scheiß erste Runde, wenn keiner stirbt. Ne? Also, du als Bürgermeister musst du jetzt bei. Ja, das ist nicht so. Ich glaube, an dich geht's. Naja, gut, ich habe ja gesagt, dass... Oh, es ist so dumm, dass du da sitzt. Es ist so dumm, dass ich hier sitze. Dass die Bevölkerung, ich möchte, dass sie überlebt. Ich möchte, dass die Schlechten die Stadt verlassen. Die uns plagen mit ihren nächtlichen Mördereien. Die? Nun, aber es ist natürlich schwer. Hier sind reichlich liebevolle Menschen, die sich zumindest so verhalten. Kerzenwachs, muss man probieren. Das ist geil. Das ist schwer zu sagen. Ja, was machen wir denn jetzt? Schwer wieder. Okay. Ja. Ich traue mich nicht, was zu sagen. Das erste Mal. Ja. Jemand anschuldigen ist auch immer schlecht. Ja. Ja, aber irgendeiner muss es machen. Ne? Okay. Also ich kann nur von mir sprechen. Ja. Als Werwolf ist man immer sehr bedacht, dass die Karte... Von dir aus Werwolf? Nee, als wenn man Werwolf ist, ich war ja schon ein paar Mal Werwolf, nicht so wie jetzt bin ich ja keiner, aber wenn man Werwolf ist, dann passt man immer sehr gut auf die Karte auf, habe ich das Gefühl. Und Max hat eben seine Karte original so angeguckt und dann... Ja, weil ich der letzte Mal, weil ich schon verpennt hatte, dann, okay, wie lege ich die Karte weg? Ja, ich weiß, es ist nicht viel und ich gebe zu, es kann, du willst natürlich auch nicht, dass die Karte in jedem anderen Fall gesehen wird, aber das ist mir einfach aufgefallen. Okay, also wir haben Max, dessen Body ready war, wir haben den Imperator, den du angeschuldigt hast. Genau. Aber vielleicht ist das jetzt auch alles inszeniert, weil er jetzt gerade seine Karte so... Nee, ich hatte sie eben, mir ist aufgefallen, dass ich die Kerze hier drauf hatte, während ich das gesagt habe und gedacht habe, das heißt, wir haben das macht mich auch verdächtig. Ja, hau ich mich Jetzt habe ich die Kerze jetzt demonstrativ neben die Karte. Das verstehe ich. Und mach noch ein kleines Eselohr rein, nach oben. So. Gut, aber ich meine, auch wenn er die Seherin ist, könnte das ihn ja auch verdächtig machen und er hängt sehr an der Rolle. Ich? Die Wölfe suchen ja die Seherin. Die wollen sie. Wenn ich die Seherin wäre? Nein, wenn Max die Seherin wäre. Und er hat sich deswegen die Karte so runtergeschoben, weil er denkt, hier könnte ja, noch ein Wolf in der Reihe sein. Ja, klar, das gilt natürlich auch für andere Rollen. Ich habe nur. Ist ein guter Punkt, Eddie? Es ist nicht viel, aber wir brauchen ja irgendwas. Ja, was haben wir noch? Mara, möchtest du was sagen? Sag doch was. Na, die erste Runde ist halt immer so schwierig. Ja.
Ja. Lass dann doch irgendjemanden nehmen, der nicht schon mal rausgeflogen ist am Anfang. Was? Ja, das irgendjemanden, der noch nicht am Anfang rausgeflogen ist. Weil du es noch nicht warst. Du bist sehr gut, Fabian. Na, das ist das faireste Kriterium jetzt gerade, oder? Also, nö. Eddie, das schützt nur dich auch ganz wie gut. Wir am Anfang, erste Runde. Ja, vielleicht war das. Naja, wir hatten nur zwei Runden, das heißt, es gibt nur zwei Leute, die als erstes rausgeflogen sind. Scheißerweise. Die kannst du schon mal rausnehmen. Du musst dich nur zwischen acht Leuten entscheiden. Peter und Mel bleiben sind weg dann. Okay, ist immer gut. Wer bleibt? Was? Was hast du gesagt? Peter und Mel waren die ersten, oder nicht? Nee, wer war vorhin? Nee, Peter und Fabian. Fabian, das ach, Fabian, der sorry, Mel war ja zweite Runde. Ich bin einmal der erste. Ah, Sam ist auch immer sehr verletzt. Sehr gut argumentiert. Ja, aber ich bin immer noch bei Fabian. Ich sag's mal, das ist schon mal Wolf. Wahrscheinlich bist du jetzt Ausstrahlung wieder. Lass einfach Mel jetzt mal nehmen. Nein! Ja, ey, alle guten Dinge sind rein. Man noch zweimal Wolf. Nein, aber die wahrscheinlich ist doch gering. Gut, habt ihr Bock abzustimmen? Die Chance, dreimal Wolf zu sein, ist aber schon. Ich glaube, intensiv an unseren Bürgermeister. Wir stimmen einmal ab. Danke. Wir haben ja nichts. Bürgermeister, möchtest du noch was sagen? Ich habe noch nichts gestimmt. Also unsere Banken. Bürgermeister, möchtest du noch was sagen? Sagst du nicht auch mal den Imperator oder den Bodyman? Ich mag Fabians Ansatz, aber es rettet ja auch meine Seele, deswegen möchte ich da nicht so viel hineininterpretieren. Nee, sagst du? Nee. Einmal alle Finger nach oben. Und wenn der Countdown da abgelaufen ist, offensichtlich müssen wir jetzt da warten, bis der abgelaufen ist. 5, 4, 3, 2, 1 und abstimmen. Eieiei, da gehen viele Finger da hinten hin. Auf wen? Aha, Fabian. Mel. Max? Mel? Ah, die. Du? Niedrige. Auch Mel? Mel? Mel. Das tut mir leid, Mel. Ja gut, das ist ja Mel jetzt. Dreimal Fabian, viermal Mel, glaube ich, ne? Miri, es tut mir leid, ich habe einen Lockknopf. Fünfmal. Das ist ja okay. Das ist einfach nur um Rache für die ersten beiden. Ich habe einen Kopfmengen. Herr Bürgermeister, ich dachte... Wir haben uns doch klare Zeichen gegeben. Für Freude. Ich dachte, Fabian, du so, ja. Nein, nein, Fabian hat gute Dinge gesagt. Ich hatte schon gesagt, ja. Wieso seid ihr denn überhaupt schon verbündet? Also, sorry. Ich intensiv an unseren Bürgermeister glaube. Gut, dann gucken wir doch einmal, was Mel für eine Rolle hatte, ob sie gut oder böse war. Gut, das ja, war ein Fehler. Ein, der Guten. War es wirklich ein gemacht? Fehler? Sie war zweimal schuldig. Schlecht vorgelebt. Würde Wolf auf jeden Fall sagen, ja. Ist natürlich ein bisschen traurig. So, können die ganz kurz, keine Beschuldigung, können alle, die mal auf Mel gezeigt haben, kurz die Hand heben? Was denn? Gut, das ist natürlich jetzt eine leichte Sache. Ich wollte das so anschließen. Die Anschuldigung kam ja von Fabian. Und das jetzt ja, auch super. Naja, warum habt ihr überhaupt noch Finger hoch? Die Abstimmung ist schon vorbei. Nee, es gab noch eine zweite. Ja. Eddie wollte noch mal sicher gehen. Ja, Eddie wollte sich schon wieder nachgeworden im Wohnhaus. Ihr seid alle ganz müde. Und Eddie. Wir sind alle ganz müde. Ja. Ja. Ich bin der Einzige, der nicht hier auf den Unschuldigen gezeigt hat. Werd hier gleich fertig. So, das Dorf schläft nämlich ein. Und das Dorf schläft... Und hatte sehr, sehr schöne Träume. Bis auf die drei Werwölfe, die um die Häuser ziehen. Und die da ordentlich Hunger mitbringen. Und die drei Werwölfe entscheiden sich jetzt langsam für eine Person, die sie töten. Vielleicht dauert es noch ein wenig, weil alle heute besonders lecker aussehen. Schmackhafte Leute überall im Dorf. Ich habe es immer noch nicht verstanden, wen die Werwölfe töten wollen. Alles klar. Ich würde sagen, diese Person sieht auch besonders lecker aus heute. Gut, die Werwölfe schlafen ein und die Hexe erwacht. Und die Hexe kann natürlich keinen mehr heilen, aber sie könnte noch jemanden töten. Möchte die Hexe noch jemanden töten? Alles klar, die Hexe schläft wieder ein und... Der Seher erwacht. Und der Seher möchte wissen, ob eine Person gut oder böse ist. Weiß der Seher jetzt inzwischen auch und schläft wieder ein. Und es wird wieder Tag in Bohnenhausen. Alles andere wäre ich nicht mehr eine Überraschung. Oh oh. Erstmal kratzen.
Oh, ist so süß. Natürlich. Scheiße, der Weg. Was? Der Bürgermeister. Nicht der Bürgermeister. Der Bürgermeister kann natürlich noch eine Person bestimmen, die noch Bürgermeister. Ich bin zwar Bürgermeister, ich habe mein Telefon verloren. Okay, gut. Aber das soll es nicht sein. Nein, ich bin nicht nur Bürgermeister, ich bin auch verliebt. Oh Gott, nein. Oh. Folgen Sie mir, Gnädigste. Aber du darfst noch dein Zylinder weitergeben. Diese junge natürlich. Liebe wurde zerstört. Du musst doch dein Amt Romeo, weitergeben. Ich werde dein Amt zuletzt noch mein Amt weitergeben an die Person, der ich vertraue. Wie Miri schon greift danach. Was ist das denn? Würden Sie das Amt sehr, übernehmen? Ja. Ja, gerne. Was war das denn? Okay, aber wir erfahren jetzt beides, ne? Ja. Wir erfahren jetzt gleich beides, ja. Kurze Geduld. Er hat Probleme. Es klebt an ihm. Er ist der Bürgermeister? Ja. Er ist der Bürgermeister. Er war der Bürgermeister. Und wir gucken einmal, was der Bürgermeister für eine Gesinnung hatte. Und was hatte denn Bella für eine Gesinnung? Oh nein. Scheiße. Ja. Das ist schlecht. Oh Gott, die Bürgermeisterin ist jetzt auf jeden Fall nicht fertig. Das ist ein Scheiß. Das ist gerade. Eben auch. Ja, vor allem ist Helfen. Ja, nee. Ja, das war natürlich ein Massaker in der Nacht. Also, ich sage jetzt mal eine Sache. Und zwar hat Gunnar, als er mit dem Werwölfen geredet hat, sehr in diese Richtung die ganze Zeit. Ja, da kann man nichts, darf man nichts drauf geben. Wieso? Nee, das ist auch kein gutes Argument für. Also, das ist. Dann offensichtlich mein Fehler einfach, das darf man nicht als Argument benutzen. Ich habe aber auch. Also gibst du zu, dass das stimmt? Nee, ich rede immer manchmal auch dahin und manchmal dahin. Aber ich finde es als Argument zu benutzen blöd. Ja, aber wir hatten auch Argumente wie geraschelt oder dreht sich oder. Also das gehört halt dazu. Ist ja, eigentlich legitim. Wir müssen ja irgendwas nehmen, was wir. Na gut, dann nehmen wir das. Du hast halt einmal geraschelt, als die Wölfe auch aktiv waren. Da war ich schon ein bisschen suspicious, aber du hast danach auch wieder geraschelt, als entweder Hex oder Seher dran war. Deswegen. Ja, darf man sich nicht mehr freuen. Ich bin safe, ja, doch. Ich bin Hex jetzt. Ich war nicht? Pro Bürgermeister. Ich finde den Imperator gut. Und du lachst einfach immer, wenn ich in deine Augen gucke. Ja. Also Max einfach ist aber so krass verdächtig. Ja. Ohne Scheiß. Er wird sogar rot. Das ist unglaublich. Das ist so auffällig, wie sehr du dich. Das ist wie jemand beim Pokern zwei Asse hat und die ganze Zeit schon so. setzen wir. Dein Hals wird auch rot. Okay. Wer wird auch noch rot? Dein Hals. Ja, der hat so viel gesoffen. Kannst du noch mal zeigen, wie du die Karte hast? Oder kannst du noch mal zeigen, wie er die Karte hat? Ja, ich zeig's noch mal gerne. Können wir dazu Careless Whisper noch mal laufen lassen? Aber da bin ich nicht rot geworden. Okay. Dabei hättest du aber rot werden sollen. Ja. Max, auf wen hast du eben gezeigt? Mit so Krallenhändler, der die Karte... Auf wen hast du eben gezeigt? Ich habe auf mehr gezeigt. Und die war ja auch schuldig, wie wir wissen. Wolf. Ja, durchaus. Warte mal, Alter, aber du hast Mel aufgebracht. Na gut, weil wir einfach alle nur raten in der ersten Runde und du musst ja irgendeine Entscheidung fällen. Also ich habe dem Bürgermeister vertraut und das dachte ich halt, hätte ich, aber da also lag ich mal falsch. Was? Hä? Aber ist das jetzt vielleicht auch abgekanntes Spiel von dir, dass du die ganze Zeit auf den Bürgermeister dich berufst, dem du ja auch so sehr vertraust? Wie hast du das denn jemals bewiesen? Was aus dem Bürgermeister geworden ist? Das ja, das ist ja schlimmer. Für den wollte ich ja nichts. Ja, und sie super jetzt so du jetzt völlig ohne Not Max beispringst, macht dich halt auch super verdächtig. Ja, sorry. Das soll ein Joke sein mit dem Bier, sorry. Welches Bier? Ich habe gesagt, dass du Max jetzt beispringst. Das ist tatsächlich. Ich habe doch sie zuerst beschuldigt. Wir sind uns doch alle sicher, außer Sam, vielleicht, dass Max ein Wolf ist. Ja, alleine weil er rot wird und einfach instant lachen muss, wenn er uns anguckt. Come on. Ich bin entrüstet. Da bin ich schon bei euch. Ich wollte nur das mit Miri trotzdem einmal reinwerfen. Ja, lass die einfach abschließen. Wir spielen weiter, wenn Max raus ist dann. Danke. Ja, wenn du gut, willst. Gut, ich glaube, es kommt zu einer Stelle. Abstimmung. Möchte Max noch was sagen? Vielleicht. Ja, es ist schon auffällig. Sorry. Vertraut Fabian nicht. Wieso? Ich finde ihn auch als Einzige. So ein Hetzer aus dem Off. Eieiei. Naja, das mit dem Rotwerden ist schon peinlich. Gut, wir heben alle einmal die Hand und zeigen einmal auf die Person, die sie raus... Er lacht immer noch. ...werfen wollen. Jetzt sofort. Okay, 3, 2, 1, los. Max. Alles klar. Max, auf wen zeigst du? Auf den Fabian. Auf Fabian, alles klar. Ja, das hat nicht gereicht, deine eine Stimme. Scheiß Demokratie. 100 Pro. Also, wenn er kein Wolf ist, dann ist die nicht mehr. Karte. Ich hab's ja gesagt, ich hatte den Reach schon bei der Karte. Das ist nicht automatisch, dass ich ein Wolf bin. Ne? Ich kann ja auch daneben gelegen haben. Um dich kümmern wir uns gleich, Pep. Ja, wir gucken einmal nach, was Max denn war. Ja, so. Klar. So.
Bei dir bleibe ich. Jetzt ist Sam. Ja. Das war so offen. Gut. Dann ist es wieder nochmal Mara oder ist es jetzt mal Nass? Also auf jeden Fall, bevor wir jetzt weiter diskutieren, weiß ich, ist es erstmal wieder Nacht in Wohlhausen. Waren das beide? Auch für Nasti ist es Nasti. Aber warum waren zwei Leichen jetzt? Das war aus Versehen. Ach so. Schlaf einfach mal wieder ein. Na, schlaf doch einfach ein. Gar keine Sorgen. Es ist doch Nacht. Ja, Entschuldigung, ich bin verwirrt. Schlaf mal ein bisschen. Erhol dich gut. Nicht so trommeln, Etienne, das macht dich nur verdächtig. Und einmal wachen die Werwölfe wieder auf. Und die Werwölfe suchen sich ein Opfer. Die Werwölfe haben ein Opfer gefunden. Ob es ihnen schmecken wird, werden wir danach sehen. Als nächstes wacht der Seher auf. Und der Seher weiß jetzt auch Bescheid. Und als nächstes wacht die Hexe auf. Und die Hexe kann keine Person mehr heilen, kann aber vielleicht noch eine Person töten. Möchte. Ja? Vielleicht? Gut. Die Hexe schläft wieder ein. Und das ganze Dorf erwacht an einem wundervollen Tag in Bodenhausen. Okay. Ja, war Miriam denn eine gute Person? Obviously. Ja. Ja. Obviously. Und jetzt? Ah, okay. Ja. Wie viele? Es gibt noch zwei Wölfe. Ja. Und? Nicht zwei noch. Zwei, ne? Zwei noch? Gar keine mehr? Okay. Also, was, mit wem hat sich Miri gerade angelegt im Dialog? Da war doch irgendwas. Wer war das? Sam. Also mit mir war sie super einig, sage ich nochmal kurz. Und ich bin auch nach wie vor bei Sam. Aber ich muss auch mal reinwerfen, dass ja klar ist, da ich Dorfbewohner bin, dass die Wölfe jetzt auf Miri gehen, damit es weiter auf mir liegt. Sorry, aber das ist klar. Nee, diese Taktik, dass Wölfe Wölfe aus dem Spiel nehmen, das ist viel zu riskant in so einem Spiel, was so unentschieden jetzt noch ist, es wie muss das, ja würde nicht mal, das keiner sie, machen. Sie war ja auch kein Wolf. Ach ja, stimmt. Ja. Ich habe gerade nicht, ich hab nicht noch mal deinen Satz. Ich hab's doch nicht ganz mein verstanden. Argument war, dass natürlich die Wölfe jetzt auf Miri gehen, weil Miri mich im Visier hat, damit jetzt auf mich gegangen wird, damit ihr auch nochmal mich rauskickt, damit die Wölfe überbleiben. Okay. Was sollen wir jetzt daraus ableiten, dass du nicht rausgeworfen werden sollst? Würde ich vorschlagen, ja. Hat jemand einen besseren Vorschlag als Sam? Ich hab. Also erstmal möchte ich feststellen, dass ich auf jeden Fall Dorfbewohner bin und ja, in diesem genialen Kartenplan von Anfang an Max überführt habe. Deshalb sollte meine Stimme hier etwas mehr zählen. Ihr habt noch alle vier nicht den Beweis angetreten, dass ihr so unschuldig seid wie ich. Entschuldigung, aber bin ich noch ein bisschen weit hergeholt, ehrlich gesagt. Aber würde ich als Wolf so eine krasse Überführung direkt am Anfang machen? Also ich glaube, das ist schon ziemlich eindeutig, dass ich hier super unschuldig bin. Es war ja aber eher ins Blaue geraten auch, ne? Naja, ich also klar, du hattest recht, in einer Runde, wo ich auch einfach die Klappe halten hätte können, habe ich einen Wolf komplett markiert. Ja, aber ist es nicht auch einfacher, komplett die Richtung einzuschlagen, auf jemanden zu zeigen, anstatt... Ja, okay. Ja, also, doch, also es stimmt. Also die Leute, die ich mir jetzt dir schon widersprechen, machen sich sofort verdächtig. Nee, du kannst hier nicht bestimmen, wer verdächtig ist. Ich bin erstmal Bürgermeister, erstens. Und zweitens kannst du nicht immer sagen, also die bist, sind jetzt verdächtig, liebe weil Nasti, ich du bist die dritte Bürgermeisterin innerhalb dieser Legislaturperiode. Das möchte ich nur mal ja, festhalten. Ja, aber es ist doch die Wahrheit. Nur und weil auch du nur, sagst, weil du deine Vorgänger alle eiskalt ab welche Vorgänger du bist ich nämlich einfach politisch motiviert hier.
So sieht's nämlich aus. Ich find's nur, weil ich das du mal sagst, also ich und ich. Ja, aber jetzt mal ganz objektiv gesehen. Ja, aber alle sind hier verdächtig, das ist das scheiß Problem. Aber ich hab doch ein Argument für mich. Ich hab einen Wolf, der nachweislich Wolf ist. Ja, hab ich von Anfang an als Wolf markiert. Was hast du gemacht? Also habe ich einen Vorteil gegenüber dir. Ja, okay. In einem Spiel, wo wir nicht wissen, wer verdächtig ist, habe ich einen Vorteil. Das ist alles, was ich sage. Ich habe Max erkannt und das war auch richtig. So. Niemand hat es in Frage gestellt. Ich habe jetzt noch drüber nachgedacht. Ich habe euch gesagt, dass es einer von denen sein muss. Und dadurch, dass du gegen mich, der ja einen Vorteil hat im Unverdächtigsein, argumentierst, machst du dich ja gleich doppelt. Also aus, du hast nicht nur plus eins, sondern du hast minus eins jetzt. Mir ist jetzt mittlerweile eingefallen, Sam, was eigentlich mein Argument sein sollte. Warum hast du gesagt, dass die Wölfe Miriam aus dem Spiel nehmen sollten, wenn sie vorher dich beschuldigt hat? Es wäre doch voll sinnvoll, sie im Spiel zu belassen, damit sie dich weiter beschuldigt, wenn du auch eine Dörflerin wärst. Was? Nee. Hä? Warum? Nee. Naja, doch, oder? Nee. Warte mal, wenn... Ich hab's doch jetzt schon dreimal erklärt. Aber dann wäre ja quasi... Naja, damit Leute dann überzeugt werden, dich rauszuwählen, wenn du... aber jetzt genau, das ist ja genau jetzt der Punkt, den du gerade anbringen willst. Naja, aber es wäre doch noch stärker gewesen, wenn Miriam noch im Spiel jetzt wäre, dann würde sie dich ja doch weiter auch beschuldigen. Es sei denn gut, wir hätten dich vorher rausgenommen. Ja. Okay, ich finde kein überzeugenderes Argument mehr jetzt dafür, zu sagen, dass du trotzdem raus musst jetzt. Mara. Nein, Mara, ich habe jetzt wieder verdächtig. Moment. Ruhig. Nein. Zwei hier. Sachen. Ich habe dir vorher schon gesagt, dass es von der Seite kommt, da war es Max. Und das Letzte, was Miri gesagt hat, dass das Sam sein soll. Aber deswegen, was hat Miri dazu veranlasst, Sam zu ja, gar nicht. Weil sie vorher Max auf einmal unterstützt hat, obwohl unterstützt, es überhaupt keinen Grund dafür gab. Ich habe einen Witz über ihn gemacht. Ich habe doch auch auf ihn gezeigt. Ja, weil du dann gemerkt hast, dass die Leute das durchschaut haben und du dann gewusst hast, der kriegt eh 4 Stimmen, dann kannst du auch die 5. sein, weil er eh rausfliegt. Und genau so war es dann auch. Nee, ich hab ihm doch schon vorher, also... Also ich bin bei Nasty, aber ich finde Sam auch überzeugend, dass es eh 2 Wölfe gibt. Ja. Würde ich sagen, haben wir sie, ne? Ja. Jetzt nur die Frage, wen wir zuerst rausschmeißen. Ich bin für Nasty, weil sie so frech ist. Ja, und weil sie Bürgermeisterin ist. Und weil sie Bürgermeisterin ist. Dass ich Bürgermeister bin und nicht du. So ist es nämlich. Das stimmt, hätten die Wölfe dann gewonnen, wenn Nasty, wenn wir jetzt nicht Nasty nehmen? Also weil sie dann noch... Also in meiner Welt ja, nehmen wir auf jeden bist Fall. Du unschuldig und du unschuldig. Ja, aber warum sie denn? Sie ist schon wieder mega ruhig die ganze Zeit. Ich habe gerade jetzt die ganze Zeit, das kann ich jetzt nicht für oder gegen was nehmen. Also sie hat sich jetzt nicht, zumindest am heutigen Abend, mehr oder weniger, also sie war den ganzen Abend ruhig. Ich find's auch schwierig. Ich würde sowieso in der ersten Runde jetzt Nasty rauswählen. Also ich würde jetzt für Nasty stimmen. Entschuldigung. Weil, was haben wir gesagt? Die Einzige, die nicht anerkannt hat, was für eine sensationelle Leistung ich erbracht habe. Ja, natürlich. Ich wollte sogar Careless Whisper unter deinen Move packen. Hallo? Ich will dich nicht, wenn du jetzt Careless Whisper nimmst. Eddie, ich bin Sam auf jeden Fall bei dir, aber was... Also ich was denke, macht dich bei Fabian sicher? Ist eine sehr gute Frage. Ey, ich habe genau. Super safe Max identifiziert. Aber er war wirklich von Anfang an bei Max dabei. So. So. Kann man natürlich sagen, ja, er könnte ihn natürlich als Werwolf auch opfern. Ich habe eben schon mal gesagt, dafür kann ich das Spiel gar nicht gut genug, dass ich das machen würde. Das sagt. Ja, toll, das ist die Anfängerausrede. Ja, das glaube ich auch nicht, aber bester Spieler gewesen, erste Runde. Darf man jetzt nicht vergessen, Fabian. Ne? Spielst du jetzt auch mit, Gunnar? Nein. Aber ich wollte dich nur mal ehren. Am Ende ist der Moderator tot, ja. Gut, aber, um nochmal zu meiner Frage zu kommen, Mara, wen nimmst du jetzt von den beiden? Also ich bin mir bei Sam sicher, dass sie einer ist. Okay, dann nehme ich auch Sam und dann machen wir Nasty danach dann. Okay, das halte ich für einen Fehler. Aber, aber was macht sie denn, wenn sie Bürgermeister ist? So, aber wenn sie dann der Wolf ist und Bürgermeisterin wenn sie dann jetzt ist, einen sorry. Ja, wieso, wenn wir drei alle Sam nehmen, dann kann sie nicht ich alles ja Bürgermeisterin. Nasty nehmen. Also wenn ihr jetzt Sam auch nimmt, dann, nicht. Dann ist meine Stimme für Nasty dürft natürlich ihr verschenkt. So wenn wir beide sind Sam wir nehmen, jetzt? Ist sie auf jeden Fall raus. Also, ich habe Bürgermeister, ne? Es gibt dann kein Unentschieden. Nee, ich meine nur, aber ihr redet gerade so, als wenn wir nicht mehr Teil des Dorfes. Was soll der Scheiß? Nur weil Mr. Mobby hier kommt und sagt, Nasty ist frech. Ich sag jetzt Nasty nicht, nimmt mir meine Rolle. Ich möchte. Ja, aber dann sag doch auch mal was. Ja, ich versuche, aber du bist hier und sagst, nein, dann du sagst, ich möchte, dass mein Kartenmove gewürdigt wird. Wen würdest du denn wählen und warum? Ja, ich weiß es nicht. Ich spiele zu wenig mit denen hier zusammen. Deswegen sind alle verdächtig auf der Seite. Aber halt auch Fabian, weil ich nicht weiß, ob er jetzt noch lügt oder nicht, weil er immer grinst. Es ist nichts Persönliches. Was soll ich machen? Jetzt guck mich nicht so an. Okay, wir nehmen Sam. Okay, es wird abgestimmt. Oh, Gott, Finger hoch. Alter. 3, 2, 1, go. Ja,
Drei Stimmen, Sam. Tut mir leid. Ihr habt immer noch nicht draus gelernt. Ich bin nicht sicher, ob das ein Fehler war. Ihr habt immer noch nicht draus gelernt. Nee, ich glaube. Achtung, Achtung. Weiß nicht warum, was hier schiefgelaufen ist. Haben wir neue Mitspieler bekommen? Ja. Okay. Lass es liegen. Irgendwas. Gut, wir gucken einmal, was war denn Sam? Gut oder böse? Oh, stark. So. Ja, dann war mein Wort ja richtig. Gut. Aber jetzt, bevor wir zur nächsten Abstimmung kommen, schlafen wir doch erstmal ein. Aber dann haben wir ja schon gewonnen. Oh nein. Nee, abwarten. Wir schlafen einmal ein. Und die Werwölfe erwachen. Und die Werwölfe entscheiden sich einmal für eine Person. Der Werwolf, die Werwölfin, natürlich eine Person ist nur noch über, hat sich entschieden. Die Hexe erwacht einmal. Und die Hexe überlegt, ob sie noch jemanden heilen will. Hat sie aber ja schon gemacht, deswegen überlegt sie das nicht. Sie überlegt, ob sie noch jemanden töten will. Das wäre doch jetzt mal cool. Richtig schöner Hexenschlechtung, Schlachtung, wie nennt man das denn? Schlechterei. Okay. Ja. Dann schlafen wir auch wieder ein. Dann erwacht nochmal der Seher. Ja, Seher schläft wieder ein. Wissen wir alle, dass längst tot ist, ne? Wir wachen einmal auf. Und der Werwolf macht seine Runde. Gut. Und grabbt Fabian Käufer, der sein Telefon nicht mit ins Jenseits nimmt. Das liegt jetzt hier noch auf dem Sofa. Ist doch egal. Aber ist ihm wohl egal. Gibt eh keinen 5G im Himmel. Achso, okay. Was denn? Kein 5G im Himmel. Gut. Was war denn Fabian? Einer von den Guten. Ja, was machen wir jetzt? Also ich glaube, dass du der Seher bist. Also, so oder so, denke ich, ist jetzt doch schon gewonnen, oder nicht? Ihr müsst jetzt die richtige Entscheidung fällen. Also ich bin hundertprozentig sicher, dass es Nasti ist. Ja. But why? Ja, weil ich nicht bin. Ja, aber das also es ist ja eindeutig, dass ich es nicht bin. Weil du deinen super sexy Dance gemacht hast. Nein, weil ich Max entlarvt habe. Ja. Nasti, das musst du doch ein. Und ja, dass du das nicht anerkennst, macht dich so unglaublich verdächtig. Das ja, müsstest mich, du doch, mich stört nur der Punkt, dass du immer sagst, nur dieser eine Punkt das ist. Aber ich kann ja auch. Okay, aber dann sag, was, ich verstehe das Problem daran nicht. Ja, ich habe mir mal was vorzuweisen. Ich habe hier eine Leistung erbracht. Du sitzt einfach nur da und sagst, ich akzeptiere nicht, dass du das sagst. Aber das reicht mir halt nicht. Das macht dich halt verdächtig und Mara sagt gar nichts, also muss ich dich wählen. Okay, also in einer anderen Runde wäre das mein Verderben gewesen, aber ich glaube trotzdem, dass du einer von den Guten bist. Und wäre dann auch für Nasti. Okay, also ich merke mir einfach für die nächste Runde, dass ich nichts mehr sage, weil alles, was man sagt, macht einen verdächtig, okay? Die einzige Unsicherheit, die ich habe, ist, warum jetzt Fabian rausgeflogen ist, weil Nasti wusste, dass ich sie verdächtige, wenn Mara die Werwölfin ist und sie weiß, dass ich Nasti verdächtige und sie Fabian rausschmeißt, dann wüsste sie, dass ich jetzt genauso handle, wie ich gerade handle. Verdammt. Oh nee. Das ist alles kacke. Oder Ede ist ein richtig schlauer Werwolf. Das kann natürlich auch sein. Ich traue einfach nicht. Ich gehe einfach. Ich setze alles in Brand hier. Und alles zu trauen. Sag mal jetzt ganz ehrlich, ob du unschuldig bist, bitte. Ja. Ganz ehrlich, ohne Scheiß? Ja, ja, wirklich. Naja, aber ich glaube auch. Ich glaub, das also ich meine halt. Larry David in die Augen. Aber du müsstest es ja wissen, wenn du der Seher wärst. Scheiße. Was würde denn passieren, wenn jetzt jeder. Achso, wenn ich jetzt auf Nasti zeige, Nasti auf Mara, Mara auf mich, dann kann Nasti auswählen, wer geht. Ja. Ich gehe noch im Bauchgefühl. Ich sag auch Nasti. Ich sag Nasti. Okay. Sind wir uns einig? Brauchen wir die Finger? 3, 2, 1, go. Was ist das denn hier für eine späte Entscheidung? Erstmal geguckt, was hier gemacht wird, ne? Nein, ich hab doch schon vorher gesagt, was ich nehme. Gut, gut. Alles klar.
Dann wird Nasti abgeholt. Warte, Dien ich muss mein Amt abgeben. Bürgermeister. Ja, dein Hintern kriegt die Mütze. Oh, warte, ich willst du es nicht noch jemand geben, der Bürger ist, wirklich? Ach, weil du hast, wir haben ja vielleicht noch nicht verloren. Was? Ja, dem da gebe ich doch nicht. Gut. Dem da. Dann einmal raus. Adieu. Und wir gucken einmal, was passiert ist. Etienne, bist du auch schon so gespannt? Wir gucken einmal. Ah, ich knew, oh. I knew it. Ich wusste es. Das Dorf hat gewonnen. Kommt alle wieder zurück. Kommt alle wieder zurück. Du warst nicht hier sehr. Wir machen mal Jäger. Ganz schnell. Ich hätte so oder so Nasti mit schon mal eine kleine Abstimmungsreich genommen. Wir wollen ja trotzdem noch wissen, wer da brennt. Wer oder die beste Spieler oder Spielerin in der letzten Runde war. Hätte so schön sein können, sie fix. Das können Sie jetzt gleich da voten im Bild. Seht ihr, wie man das macht? Richtig gefährlich. Aber Nasti, warum hast du Fabian rausgeschmissen? Weil er sie genervt hat. Das ist alles, das wäre so oder so. So, da ist die Abstimmung. Wer ist dann auch Nasti rausgeschmissen? Kannst du das wer der beste, die beste Spielerin? Die beide ist ja okay. Ich habe gerade hinter den Kulissen schon gemeckert, dass ich in der ersten Nacht unseren Bürgermeister errettet habe und er mich dann rausgewählt hat. Ja, das stimmt, aber dann wären auch beide rausgeflogen. Ich dachte schon, uiuiui. Das ist nicht Gunnar, das ist ja, genau. Ja, danke schön. Deshalb bin ich schockiert, dass ihr mich umbringt. Ich brauche die Karten gar nicht wieder. Ja, aber die sollten wir mal rausnehmen, weil das ist mega auffällig, wenn man das nur fühlt. Also ich wusste das halt schon, dass das eine Wolf-Karte ist. Gut. Ein Schnitt. Ja, das dumm. Brauchen wir nach 15 Jahren neue Karten? Das kann ja nicht sein. Das war so auffällig. Du so. Gut. Ja. Wir brauchen wieder eine Lachkarte. Max, hast du denn deine Karte wirklich so versteckt? Ja, ich hab's an meinem Busen habe ich sie. Ja, war das vielleicht ein bisschen auffällig? Ja, und danach habe ich mich ein bisschen arg gefreut. Aber wie war es für euch? Dass ich die Liebenden getötet habe. Ja, hat Spaß gemacht? Hat total Spaß gemacht. Ja, ihr wart ja zum ersten Mal dabei. Ihr wart ja zum ersten Mal dabei. Kommt ihr wieder? Ja. Möglicherweise. Wenn wir dürfen. Ja, ne? Klar. Cool. Ja, ich hoffe, es dauert jetzt nicht noch mal so lange, weil es war ja echt eine unfassbar lange Zeit hier in der Bohnenhausen versucht hat, neue Einwohner zu finden. Das muss schneller gehen. Und damit willst du noch was sagen? Du guckst mich so an. Überhaupt nicht. Ich gucke dir gespannt zu, ja. Wie du die Zeit rausfindest, bis wir erfahren, bis wir die Voting haben. Ich bin gespannt, ja, wir wissen ja, wer gewonnen hat. Ne? Wissen wir nicht. Du willst es nur hören. Ne? Okay, wer hat denn gewonnen im Voting um den besten Spieler der dritten Runde? Ist es Etienne? Natürlich ist es Etienne. Toller Move. Spiel. Toller Move. Und vielen Dank, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich komme gerne wieder, wenn Uke nicht kann, aber gerne auch wieder, wenn Uke. Ja, aber okay. Du brauchst auch einen Schnurri. Brauch einen Schnurri, sonst passt das auch nicht mit der Mats, ne? Aber du hast das sehr schön gemacht. Ja. Spaß gemacht. Ja. Danke, ne? Spaß gemacht. Auch danke an Jan. Hier, wo ist Jan denn? Ja. Da hält es der Werwolf. Danke an die Regie. Johanna bei mir im Ohr. Ich weiß gar nicht, wer da sonst noch sitzt. Clara, glaube ich. Paul, Clara, Paul. Timo an der Kamera. Timo an der Kamera. Ja, vielen Dank. Chris an der Kamera. Johanna in der Regie. Johanna. Dankeschön an alle, die zugeguckt haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und sagt es weiter. Tschüss. Tschüss.